Huhu nach da draußen und ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von den Chicago Chronicles Vampire the Masquerade V20. Ein uraltes Abenteuer wird gespielt. Hallo an alle, die im Chat sind. Hallo an noch an meine Mitspieler. Ich spiele ja wie immer nicht alleine, sondern ich spiele mit echten Leuten. Oh Gott. Denke ich, glaube ich. Wo fange ich denn heute mal an, die hier das Memory aufzudecken? Ich glaube, ich fange heute mal bei Mischka an, denn der Mischka spielt mit und spielt Jonathan Bauer. Ei, Gude. Ja, genau. Und über dem Mischka sieht man Leopardin 202 bestimmt jetzt auch gleich. Wenn ich das denn hier hinkriege. Moment. So, hallo. Die spielt Melina Farinadis. Und ich glaube, Sera hat heute kein Bild, deswegen kann ich sie nicht aufdecken. Die spielt aber Emma Williams und ist eigentlich rein theoretisch geistig so halb da. Hä? Was? Genau. Gut. Zumindest reagiert sie, wenn man sie anspricht. Ja, und das große Mysterium der Online-Rollenspiel-Community, der Joe, der ja eigentlich nie da ist, außer er redet. Ja, ich bin nie da, aber auch nie weg. Ja. Vielleicht wohnt er auch unter eurem Bett zu Hause. Müsst ihr alle mal nachher nach dem Stream mal nachgucken. Ne? Allerdings, ihr wisst ja alle nicht, wie er aussieht, von daher ist das schwer zu ihm zu erkennen. Vielleicht ist er auch der Plüschelefant, den ihr schon immer mal auf dem Regal stehen hattet. Wer weiß das. Egal. Wir spielen keine Plüschis heute, wir spielen Vampire the Masquerade. Wir spielen in Chicago, beziehungsweise in der Nachbarstadt von Chicago haben wir letztes Mal angefangen, in Gary, Indiana. Und seid ihr auf eine große Silvesterparty des Prinzen gegangen und habt ihn dort das allererste Mal kennengelernt. Und ihr könnt ja mal zusammenfassen, irgendwie so in den Raum reinschmeißen, was für euren Charakter so der prägendste Moment war an diesem Abend. Mitgenommen hat. Es hat sich alles um mich gedreht, das war so toll. Die Stadt war scheiße, die Party war scheiße. Das Einzige, was lustig war, dass da ein paar lustige Typen waren, mit denen man seinen Spaß haben konnte. Aber das wurde dann auch ganz schnell scheiße, weil irgendein anderer Typ einem den Spaß verderben wollte. Also, gibt definitiv bessere Partys. Ja. Aber wenn einer sich mit Partys auskennt, dann Emma. Also ich nenne es mal Panik. Blank Panik. Wieso? Also, ich fühlte mich so ein bisschen bedrängt. Ein wenig. Bedrängt? Also etwas, ja. Ah. Das verstehe ich gar nicht. Da hat er endlich mal zwei heiße Chicks im Arm, weißt du, gleich zwei davon und fühlt sich bedrängt. Mann, der Bauer, der ist echt ein bisschen crazy. Der ist echt verrückt im Kopf, definitiv. Ich hole der Bauer. Genau, Agathe Bauer und so. Agathe Bauer, genau. Ja. Meine Mutter. Wie sieht das bei Melina aus? Also der Anfang war echt lustig, weil das war so ein bisschen Gesellschaftsstudie, ne? Der auf sich zentrierte Egomane und der Sozialphobiker. Und irgendwas war noch mit diesem schrägen Telefon die ganze Zeit, mit dem man auch noch reden musste. Es war super. Ich habe mich total gefreut. Die nette Dame, die Emma, die ich da kennengelernt habe, mit der habe ich mich dann so ein bisschen aus der Szene rausgezogen und das so aus der, weißt du, teilnehmende Beobachtung. Das war super. Hat mir Spaß gemacht. Am Ende war es dann nicht so lustig, weil wir eine Aufgabe bekommen haben, oder irgendwie uns selber gesucht haben, nämlich die junge Frau, um die es an dem Event gehen sollte, irgendwie zu retten, vor diesem seltsamen Typen, der schon so komisch durch die Ecken geschlichen ist. Und bei dem Versuch sind wir, gescheitert ja nur auch nicht so richtig, aber
Also gut gelaufen ist auch anders. Und Jonathan hat ihn mit eiserner Faust, mit blutendem Säbel niedergestreckt. Richtig. Ja, aber Emma und ich haben, glaube ich, beide irgendwie was an Brandblasen und so abgekriegt. Und merkwürdig, warum auch immer. Ja, das war alles nicht so geil. Und am Ende war der erwischt. Doch. Ich glaube, Jonathan und ich. Okay. Ich dachte, der hätte dich angefasst und du hast Brandblasen gekriegt. Ich habe keinen Schaden bekommen. Aber ich. Ja, Melina ist auch egal. Das weiß ich auch noch. Ich auf jeden Fall, genau. Ich glaube, ja, Emma glaube ich, in dem Moment, glaube ich, drinnen schon mal ganz kurz. Irgendwie so. Ja, als wir ganz die Kleidung, glaube ich, ein bisschen geraucht. Gestellt haben, draußen, ja. Also, nee, draußen, doch. Ja, er hat mich berührt, genau, aber draußen. Und dann hat er gesagt, ja. Ich wusste es. Drinnen hat er ja noch gedacht, er kann mich bewahren vor irgendetwas, was ich ja dann schon war. Genau, und er labert die ganze Zeit, dass wir Unholde sind und er wollte die Reinheit des Mädchens retten. Und das ist auch ja nicht ihre Entscheidung, dass sie, also am Ende ist sie dann gewandelt worden, weil sie das nämlich doch wollte, faselt irgendwie wirres Zeug von Gottes Gesetz und will sie weg entführen. Immer diese praktisch. Christen. Ja, immer die, genau. Genau. Er wirkte sehr fanatisch auf alle Fälle. Aber hallo. Und das Schlimmste an der ganzen Sache ist, dass dann noch, nachdem wir die Scheiße endlich für den Prinz von Gary da ausgebadet haben, kommt so ein komischer Muskelmann reingeplatzt, fällt da fast von seinen Muskelbeinen ab und sagt, er hätte einen Brief, der unbedingt zum Prinzen von Gary muss, der sich natürlich schon mit seiner neuen Errungenschaft zurückgezogen hat. Und wir müssen die Blöden nehmen, die ihm den Brief bringen. Das haben wir natürlich gemacht, weil wir sind ja toll, wir sind ja freundlich, wir sind ja gute Gäste. Und als Dank dafür müssen wir jetzt auf Selbstmordmission à la Suicide Squad gehen. Und, Scheiße, sagt man wohl. Ja, uns quasi dem Prinzen von Chicago vorstellen, weil der das ja so wünscht. Also ich weiß gar nicht, was ihr alle für ein Problem damit habt. Ja, also ich als Mensch kann da locker hingehen und kann sagen, hey, pass auf, ich kenne schon Kaiser, ja, dann kann ich dich Prinzen ja auch noch kennenlernen. Ist ja überhaupt kein Ding, können wir doch einfach so machen. Gebt mir das Ding, gebt mir den Wisch, wir gehen dahin, läuft alles, würde ich sagen. Außerdem Siri, weißt du, Siri wird definitiv den Weg weisen. Schließlich hat's Navi. Ja. Also ich glaube, Siri kann ja alleine mit dem Prinzen reden. Wir können es ja vorschicken. Wir schicken es einfach per DPD. Nee. FedEx, keine Ahnung. Nee. Ja? Siri reist nur erster Klasse. Nämlich definitiv in meiner Corvette auf dem Beifahrersitz. Ja? Ihr dürft gerne in den Kofferraum, gar kein Problem, aber Siri muss definitiv auf dem Beifahrersitz. Anders geht's nicht. Das ist ungeschriebenes Siri-Gesetz. Ja. Wie habt ihr denn den Rest des Abends noch verbracht? War ja schon relativ gelaufen dann die Party. Ich hätte mich definitiv mal an die anderen gewandt und hätte die so versuchend angeschaut und gefragt, sagt mal, was haltet ihr von der Sache? Welcher Teil der Sache jetzt genau, dass uns jemand angegriffen hat oder dass jemand ein Mädchen entführen wollte, weil es zu uns in die Gesellschaft sollte? Oder jetzt ja, dass wir in ein Gebiet gehen sollen, was angeblich für uns ja so gefährlich ist und uns dem vorstellen sollen, der für uns so gefährlich ist. Ja, da sind wir wohl der Spielball der Mächtigen. Da wir könnten fliehen. Also ich weiß gar nicht, was habt ihr eigentlich? Also ich weiß nicht, wir können doch einfach da hingehen und dann geben wir den Brief und dann gehen wir wieder. Ist doch überhaupt kein Ding. Weißt du, Siri, pass auf, Siri sagt,
Siri sagt gerade gar nichts, weil Siri irgendwie nicht mit mir reden möchte. Ich weiß nicht, vielleicht ist sie beleidigt. Keine Ahnung. Akku leer. Ja? Das ist irgendwie... Sie gibt keinen Ton mehr von sich. Das geht nicht. Kein Netz oder so. Ich würde einfach mal die einzig Vernünftige hier außer mir im Raum anschauen. Ah, Siri guckt nicht zurück. Ja, richtig scharf drauf bin ich nicht. Ich befürchte nur, dass wir da auch nicht so ganz groß drumherum kommen. Ich weiß nicht so richtig, was Leuten blüht, die sich einem direkten Befehl des Prinzen widersetzen. Aber ich glaube, das bekommt uns nicht so gut, wenn wir das tun. Da müssen wir wohl in den sauren Apfel beißen und dahin gehen. Was mir gerade viel mehr Sorgen macht, sind die Verbrennungen, die ich habe. Und wie dieser Typ hier überhaupt reingekommen ist. Ich meine, es geht hier doch alles um, wir verheimlichen den Menschen, dass es uns gibt und so. Und jetzt gibt der Prinz von Gary eine Party und da latschen Menschen rein und sagen, ah, ich spreng das hier und ich verbrenne euch und ich entführe mal die Frau, die ihr als Show-Act wandeln wollt. Ich weiß nicht, was ihr die ganze Zeit von... Ich bin auch ein Mensch. Guck, hallo, Mensch. Haut, Blut, in den Bahnen, Atem. Ja, Mensch. Ganz klarer Mensch. Also, was redet ihr die ganze Zeit? Ihr seid doch alle verrückt. Richtig. Herr Bauer. Ja, ich schaue dich mit aufgerissenen Augen an. Ja, das ist jetzt Auslegungssache, Herr... Also, nein. Bist du endlos? Das müsste man jetzt nochmal diskutieren. Aber auf jeden Fall, dass dieser Mensch hier reinkam, ist wohl eine Folgeerscheinung dessen, dass er überhaupt weiß, dass es Vampire gibt. Und wenn er diese als übel ansieht, wird er natürlich deren Bekämpfung planen. Und dann ist es wahrscheinlich weniger das Problem, einen Ort zu finden, der so pompös und der zeigt sich rum. Gestaltet ist und dort sich als irgendwas getarnt hineinzukommen. Aber ist euch... waren hier 80% der Gäste Menschen. Dann waren die vielleicht, keine Ahnung, Ghoul oder sonst irgendwie. Die anderen haben doch hier so Gedanken. Ich weiß nicht, wie es heißt. Ja, ich frage mich halt, weil also ich meine, wir waren jetzt alle schon ein paar Wochen in der Stadt. Ist euch dieses Gebäude irgendwie groß aufgefallen vorher? Mir nicht. Ich habe gedacht, ich folge mal der Adresse und ich dachte, huch, hier steht ein Haus und eigentlich steht es auf dem Hügel und müsste eigentlich weit sichtbar sein. Und irgendwie scheint da aber was am Werke zu sein, dass mir das sonst nie aufgefallen ist. Und ich dachte eigentlich, so schlecht wäre ich in Wahrnehmung und sowas nicht. Also um mich rum, meiner Umwelt. Also ich deswegen, war jetzt vorher noch nicht in Gary und ehrlich gesagt hält mich hier auch nicht viel. Also das Städtchen scheint nicht gerade viel herzugeben. Oh, das sagen Sie das nicht. Ich bin schon Monate in Gary und bin mit meinen Forschungen sehr weit gekommen. Natürlich bin ich meistens im Büro, gehe nur raus zum Nähren, aber... Ich glaube, dafür ist es bestimmt echt hilfreich. Genau, hier ist einfach nichts los. Ja, aber wie, das ist doch dann kein Leben. Man muss doch auch was machen. Ich mache den ganzen Tag etwas. Ich habe allein diese Woche 6 verschiedene Lexika aus der babylonischen Zeit gelesen. Langweilig. Also bitte, ja? Hier kann man ja noch nicht mal eine Wrestling-Schule eröffnen. Hier gibt's ja nicht. Hier gibt's noch nicht mal eine Wrestling-Liga. Hallo? Wie soll man denn hier Champion sein? Champion of the World! Wie soll das gehen? Einfach. Wenn hier keine Gegner sind, bist du's einfach. Das ist aber kein Wrestling im klassischen Sinne. Man muss sich definitiv diesen Titel hier, da, Herr Bauer, auf meine Hüfte gucken, auf meine Hüfte, ja, auf meine Hüfte, diesen Titel hier verdienen, okay?
Und das geht nur, indem man miteinander kämpft. Hier, hier, Melina, die weiß, wie kämpfen geht. Die sieht so aus. Wie sieht sie denn aus? Sie ist doch hübsch. Ja, schon, aber sie sieht trotzdem so aus. Die hat sie. Jawohl. Hat Siri auch gesagt. Na, wenn Siri das sagt. Nick einfach zustimmt. Ja. Ich würde trotzdem, also wenn wir schon diesen Mist hier durchziehen müssen und keine andere Wahl haben, dann sollten wenigstens wir zusammenhalten und uns nicht unbedingt voneinander trennen. Gerade dann auf dem Gebiet, wo wir vielleicht nicht so erwünscht sind. Naja, aber ja, also finde ich auch. Aber also hatte der Prinz nicht auf der Einladung, also in Anführungszeichen Einladung, zugesichert, dass wir unbehelligt anreisen können? Hoffentlich auch wieder abreisen können. Nein, der Prinz von Gary war nur der Meinung, wenn wir dieses Antwortschreiben, was ich jetzt, womit ich jetzt mal wedel, bei uns haben, dass uns, solange wir seine Gesandten sind, keiner angreifen würde. Aber ich bin mir da nicht so sicher. Er hat sich in vielen Dingen heute Abend geirrt. Und ehrlich gesagt lege ich ungern mein Leben in seine Hände. Ja, also naja, aber was wäre denn dein Alternativvorschlag? Ich meine, was würdest du denn machen? Würdest du wegrennen an irgendein anderes Ende der Welt? Das wo nicht, du dich auch einem Prinzen vorstellen musst und darauf angewiesen bist, dass der dich in die Gesellschaft integriert? Nein, aber ich würde zumindest Vorsicht walten lassen. Bisher habe ich noch nicht ich habe noch niemanden in dieser Gesellschaft gesehen, dem ich trauen kann. Davon spricht ja auch keiner. Niemand sagt, du sollst da hingehen und dem Typen sofort um den Hals fallen und sagen, Papi, wie schön. Nein, aber deswegen sage ich, wenn wir schon alle in dieser Scheiße stecken, dann sollten wir wenigstens zusammenhalten. Jo. Also wenn, hat da jemand was Gegenteiliges erwähnt? Nee. Zum Beispiel will Siri auf dem Beifahrersitz von einer Corvette fahren, in die wir höchstens im Kofferraum noch mitpassen. Ich verstehe. Guck rüber. Also, so war es auch nicht gemeint. Natürlich könnt ihr auch auf den Rücksitz, aber da ist nicht besonders viel Platz. Da ist nicht besonders viel Platz. Ich kann nichts dafür. Siri beansprucht den Platz auf dem Beifahrersitz. Vielleicht nimmt Siri ja auch Vorlieb mit einem anderen Gefährt, wo wir alle hineinpassen. Also, ehrlich gesagt, ist Siri ziemlich verwöhnt. Also, es sei denn, du kannst einen Hammer auftreiben. Du kriegst dann auch von mir per WhatsApp ein Bild von einem Champagner geschickt. Oh, da muss ich mal fragen. Also Siri, was? Champagner magst du? Siri will Blut. Findest du wirklich Champagner, findest du gut? In einem Champagnerglas? Du enttäuscht mich. Alkohol ist nicht gut für dich. Nein, 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 Alkohol, nein! Alkohol ist überhaupt nicht gut für dich! Hör auf! Ja, du bist noch viel zu jung für Alkohol, Siri. Nein? Also ich bin dagegen. Du bist erst 8 Monate alt. Also wenn ich könnte in meinem Renault Twizy eine zweite Person mitnehmen. So, Herr Wissenschaftler, und jetzt zählen wir nochmal durch. Wer sagt denn, dass wir also zu viert in einem Gefährt dort anfahren? Ich. Oh, dann entschuldigt. Gern. Die natürliche Anführerin der Gruppe. Neben Siri natürlich. Ich habe Angst und ich habe weniger Angst, wenn wir zu viert unterwegs sind. Also ich habe vorne am Eingang von Gary einen Carsharing-Point gesehen. Da könnten wir uns ein Auto mieten oder Taxi. Ging auch zu viert, wenn Siri nicht ein extra Kissen braucht.
Also Siri braucht definitiv den Beifahrersitz. Ich würde mal wieder in Richtung der einzig vernünftigen Person in diesem Raum außer mir schauen. Irgendwelche Autos in deinem Besitz, die groß genug sind? Nee, leider nicht. Wie bin ich hergekommen? Ich weiß es schon nicht mehr. Bin ich in ein Limo gekommen oder? Dann sag du es mir. Weiß der Meister eigentlich irgendwas? Ich bin nur der Storyteller. Dann bin ich definitiv für das Carsharing und ich würde einfach loslaufen. Und dann behaupten Sie doch mal, ich hätte nicht ab und zu sinnvolle Einfälle, sondern nur die Frauen hier im Raum. Da. Ich behaupte mich ja selten, aber Miss Williams, aber ne, verstehen Sie. Ich würde mal mich umdrehen, ganz langsam auf ihn zugehen und ihn am Kragen packen und dann danke schön und ihm einen Kuss geben. Bitte? Und dann wieder umdrehen und wieder Richtung Carsharing. Na toll, jetzt sagt er uns nie wieder, wenn er eine gute Idee hat. Wir müssen übrigens nochmal nachhalten. Der William hat übrigens einen Blutpunkt verloren, weil er eben geatmet hat, ne? Und möchte der Jonathan jetzt, wo er einen Kuss gekriegt hat, noch einen Nasenblutpunkt ausgeben? Ja, auf jeden Fall, definitiv. Ja. Aber aber wir haben doch auch getrunken. Ja, das stimmt. Ja. Aber wenn dann Melina schon hinter Emma hinterhergeht, würde ich zu William rüber gucken. Meinen Kragen aufstellen, zwinkern und hinterhergehen. Voll der Checker. Respekt, Siri, hast du das gesehen? Hast du das gesehen? Der macht sich, der Herr Bauer. Er macht sich noch ein, zwei Runden in meinem, ja gut, in unserem, nein, ich bin der Trainer. Ich bin der Trainer. Ja, in unserem, meinetwegen. Ja, Simon und Carfunkel können gerne mit ihm trainieren. Andrews! Ja, ja. Siri, ist das nun mal ein Girl? Ja, auf zum Carsharing. Ja. Ja, es ist. Ich wollte gerade sagen, meinst du Papiere jetzt Geld oder sitzt da eine Person und da musst du da irgendwie in einem Scanner eine Ausweiskopie machen lassen und eine Kreditkarte durchziehen? Nee, da um die Uhrzeit nachts ist da keiner mehr persönlich. Da kann man sich halt jetzt so ein Kreditkartendingens, ne? Ganz sicher. Ja. Man hört den Koali nicht, wird jetzt im Chat geschrieben. Man hört ihn wieder, hoffentlich. Okay. Er muss nur daran denken, dass er zweimal sich entbuten muss. Dann, dann, dann. Ja, die Krux des Storytellers. Dann gehe ich. Ja, wobei, wenn es jetzt schon so früh morgen ist, dann würde ich ja sagen, wir gehen in der nächsten Nacht erst, ne, und hauen uns immer alle aufs Ohr. Jetzt nach der Party und verabreden uns für morgen Abend, um dann nach Chicago zu fahren. Was sagte denn der Prinz? Heute zwingend oder alsbald als möglich? Also naheliegend Zeit. Bis spätestens morgen. Ja, dann. Lauf ich wieder zurück. Kann ich noch an meinen Studien heute weiterarbeiten? Ja. Ist ja nicht mehr lange, aber immerhin. Dann würde ich halt mich nochmal an Melina wenden, gibt's hier in dem Kaff auch irgendein Hotel? Wo hast du denn bisher gepennt? In Chicago. Achso. Also, ich hätte zwei Gästesärge bei mir stehen. Gästesärge? Sarg? Ich sag doch, Herr Bauer, Sie sind schon ein bisschen verrückt. Also, mir reicht ein Bett. Siri möchte gerne in ihrem Zylinder schlafen. Ich hätte eine. Auch ein Bett.
seine Sonnenliege auf der Veranda und zieht die Augenbrauen hoch. Nein, danke. Ich verzichte. Aber Siri möchte sich gerne auf die Sonnenliege legen. Ja, doch. Mit dem Risiko, dass sie dann über Tag gestohlen würde? Wenn niemand nachher guckt? Siri kann sich wehren. Ja? Siri, Entschuldigung, ich war da jetzt... Ist doch immerhin vom Meister trainiert worden. Ja, entschuldigen Sie bitte, Emma. Ich habe da richtig... Wie konnte ich nur vergessen, dass... Ja, dann würde ich auf die Uhr gucken. Oh, schon so früh. Würde Richtung Heimat tappen. Ich würde Herrn Bauer folgen. Ich habe auch eine Unterkunft hier in Gary. Also da kann wegen mir auch noch jemand hin. Pyjama Party. Mädelsabend. Morgen. Morgen. Ja, das wäre nett. Ja, klar, komm mit. Ja, dann würde ich mich eher anschließen. Ja, dann verbringt ihr den Tag halbwegs sicher, denke ich. William, dann bei Jonathan oder wo? Oder fährst du zurück oder was machst du? Nee, ich gehe zum Herrn Bauer, definitiv. Bauer ist mein Freund. Hallo? Wird mein Buddy. Mein Hallo? Siri sagt, ich soll mich um Herrn Bauer kümmern. Herr Bauer muss einfach, er muss einfach nur ein bisschen körperliche Stärke, ja, ein paar Wrestling-Moves, die braucht er. Wird genau dein Ding werden. Sobald du das Haus reinkommst, die Stahltür geht nach außen auf, hast du so einen anderthalb Meter breiten Gang, der links abknickt in den nächsten Hauptraum und da steht schon Bücherregale drin. Geschweige denn von den, hinten dran sind sogar von der Decke herablassbare Bücherregale drin. Also Herr Bauer, ja. Oder darf ich dich Jonathan nennen? Darf ich Jonathan nennen? Natürlich. Ja, gut. Siri, guck mal, wir sind per Du. Weißt du, ich habe einen neuen Buddy, einen neuen Freund. Pass auf. Ja, Siri verlangt, dass er seine Telefonnummer in die Kontaktdaten eingeben soll. Joe, ich nenne dich jetzt einfach Joe. Joe, pass auf. Pack mal hier deine Telefonnummer rein. Deine Telefonnummer hier in der... Da, Siri möchte gerne deine Telefonnummer haben. Natürlich. Tipp mal auf Siri rum. Ist das auch ein normales Handy, das überhaupt noch funktioniert? Das ist ein stinknormales Handy. Ja, das auch noch funktioniert, ne? Man weiß ja nie. Gut, ja. Ja, dann würde ich da Dr. Jonathan Bauer einschreiben. Und die Handynummer dazu. 555? Bist du glücklich, Siri? Ja, bist du glücklich? Bist du? Oh, Siri, Joe, du hast wirklich... Du hast Siri so glücklich gemacht. Du glaubst gar nicht, wie glücklich Siri ist. Also ja. Dann bin ich ja auch glücklich, William. Ja, okay. Wir können die Bücher gut nutzen. Doch, das können wir. Ah, hast du Band hier? Kordel? Hast du Kordel hier? Kordel? Band? Ja. Paketschnur? Ja, genau. Paketschnur hätte ich da. Okay, dann hol mir die mal bitte. Ich brauche die jetzt, ja? Bitte. Ja, ein bisschen dahinter rum, hinter dem rumgucken, was mal keinen Unsinn macht. Geht er mal in die Abstellkammer, holt eine Rolle Paketkordel, kommt wieder. Okay, Siri, sehr gut. Ja, ich weiß. Warte, Siri, ich leg dich mal kurz ab. Ja, natürlich. Herr Bauer, Joe, pass auf. Ich leg Siri in den Zylinder. Die mag den Zylinder. Ja, Siri ist sehr, sehr nett. Auch wenn der ein bisschen Zylinder müffelt, ne? Ja, wir machen da Deo rein. Ja, ist okay. Wenn wir in Chicago sind, dann holen wir Deo. Ist doch gut. Jetzt geh so lange da rein und stamm mich nicht. So, Herr Bauer. Gestern erst mit Efeuleuge ausgewaschen. Wir müssen definitiv... Spannen Sie mal die Oberarmmuskeln an. Komm, spann mal an. Da ist ja nix. Nix ist da. Gar nix. Was ist denn da? Das geht doch nicht. Okay, wir machen es ganz einfach. Ja, das Buch. Ich hole jetzt 7, 8 Bücher aus dem Regal, lege sie auf den Boden und binde sie mit der Paketschnur zusammen. Moment, das ist die Encyclopædia Britannica. Die habe ich noch nicht gelesen. Nee, die können Sie nicht nehmen.
Das macht nichts. Lesen kann man später. Die ist wichtig. Die ist ganz wichtig. Die ist schön schwer. Sie ist groß. Ja. Ich mache sie nicht kaputt. Versprochen. Okay. Nicht dann kaputt. So. Jetzt sind sie zusammengebunden. So. Jetzt einmal die Arme nach vorne. Gerade ausstrecken. Ich lege die Paketschnur. Nein, andersrum. Die Hände andersrum. Ja, so ist gut. Die Paketschnur in die Arme. Und nur so halten. So halten. Nein. Herr Bauer. Nein. Okay, das ist noch zu schwer. Okay. Habt ihr Comics? Was? Marvel Comics? Was ist das? Ja, Iron Fist oder Luke Cage oder sowas. Nein? Nein. Okay. Naja, dann. Du meinst so etwas dann, wie Unterhaltungslektüre. Ja, genau. Nein. Genau. Oh, okay. Nun gut, dann. In der Toilette habe ich eine Ausgabe von der Beef liegen. Von der Beef. Ja. Dann einmal bitte holen. Komm ich zurück? Okay. Ich binde jetzt darum die Kordel. So, Arme nach vorne, Arme nach. Gut, wir fangen klein an. Und die jetzt bitte 3 Stunden so halten. Ich bleibe genau hier stehen. Das machen sie. Ja? Das machst du sehr gut. Sehr gut machst du das. Immer weiter. Klappt schon. Ja, doch. Ich glaube, da ist. Muss ich mir jetzt auch so einen Spiegel hier aufstellen und nach jeder zweiten Wiederholung mich da hinstellen und gucken, ob die Muskeln gewachsen sind? Nee. Das wird ein langer Weg. Wir machen viel. Nee. Richtig. Wir machen da ein Geschäft, William. Du bringst mir Krafttraining und Wrestling bei und du gehst dann bei mir in eine Parapsychologie-Vorlesung. Das machen wir. Das ist eine gute Idee. Das ist eine sehr... Siri, du kommst mit. Nein, das ist keine Schwafelei. Nein, jetzt... Komm, der Joe war so nett zu dir. Wirklich, der war... Ja, das überstehen wir schon. Ja, meinetwegen darfst du da auch gerne Popmusik hören. Ist mir egal, aber pst, leise. Siri ist auch ganz glücklich, dass sie mit darf, ehrlich. Ja, und Siri, das ist eigentlich schade, dass ihr Siri in den Zylinder verbannt habt, weil die könnte doch auch bei dem Projekt Wir machen Joe muskulös total gut mithelfen. Weil Siri kann doch bestimmt ganz tolle Videosequenzen aufnehmen und dann könnt ihr die hinterher, Siri ist ja fit in sowas in Sachen Technik, die kann das dann bestimmt nachher schön zusammenschneiden und mit schmissiger Musik hinterlegen und dann ist das wie im Film, so ein Zusammenschnitt und dann läuft ein Lied und im Laufe des Liedes wird er immer muskulöser und dann ist er auf einmal Bulky Hulk und dem. Das ist eine verdammt gute Idee. Genau, wir Eye of the Tiger dahinterlegen. Ja, das machen wir so. Genau so. Super Idee. Ja. Nein. wollen wir jetzt beginnen, William, oder morgen? Also, wenn wir von dem Prinzen zurück sind, also wieder hier in Gary aus Chicago. Am besten morgen. Morgen ist gut. Siri ist nämlich sehr müde. Sehr, sehr, sehr müde. Ja, nachdem wir wissen, was die Männer zusammen tun, was jedermann halt so zusammen macht. Was machen denn die Frauen zusammen in diesem Abend? Ja, das willst du jetzt wissen. Schokoladen-Eiscreme könnt ihr nicht mehr, ja? Klar. Ja. Aber wir können uns immer noch gegenseitig die Fußnägel anmalen. Und unseren BH einfrieren. Ja. So keine Pizza. Der ganze Chat will es wissen. Ne, Chat? Geht wieder keiner. Alles ich unterstellst du dem Chat hier aber schlimme Dinge. Der Chat ist steht immer hier nicht. Nein, steht hier nicht. Ja, wir haben ja ein bisschen Verzögerung. Muss man, eine Frage muss ja erst ankommen. Stimmt mal ab. Zöpfe flechten. Zöpfe flechten ist gut, ja. Tja.
Die Katze weiß nämlich auch nicht, wo man BH einfriert. Jetzt müsst ihr hier mal hinterher nach dem Stream so eine Frauen... Das wär's eigentlich, der Frauensammelstream, das fehlt noch. Ja. Demnächst auf ihrem, was? Vertrauensvollen Mischka-Rollenspielkanal. Als 10.000 Abonnenten-Special mache ich das. Oh, jetzt, okay. Jetzt will er es wissen. Jeder macht sich jetzt 100 Accounts und ja, gucken. Okay. Nee, also passieren Frauendinge in der Frauen-WG und ja, irgendwann wird auch die Müdigkeit euch alle übermannen dann. Sei denn, ihr erzählt jetzt noch was ganz Tolles. Dann werde ich das gerne noch machen, aber ich entnehme dem Ganzen das System nicht. So. Ja, nächster Tag. Nächste Nacht, sagen wir mal besser so. Immer so schwierig, ne? Tag und Nacht. Mensch, so an den Tag. Ist ja genau umgekehrt. Auch ein bisschen ungewohnt für euch alle. Außer vielleicht für William, der kennt das nicht. Und? Auch nicht? Nee. Nein, ich habe nachts meine Auftritte. Und du warst auch sonst tags auch ganz viel unterwegs, ne? Ja. Na gut. Ja, aber auch eher später. Nie geschlafen und so. Es ist eine schöne, sternklare erste mit werden Silvester, also ist heute die Nacht vom 1. auf den 2. Januar. Und Joe, so, wie hast du geschlafen? Bombe. Sehr gut, sehr gut. Los, hopp, hopp, wir haben einen Termin. Ja, definitiv, definitiv. Die Frauen warten. Du Womanizer, du. Die Frauen warten. Der war gut, merke ich mir. Ja, traben wir mal los. Klingeln mal bei den Frauen an der Tür, geh einen Schritt zurück. Faltet die Hände vom Bauch. Warte, bis die Tür geöffnet wird. Ja, sie wird geöffnet. Warum sollten wir auch nicht an die Tür gehen? Guten Abend, Miss Fernandes. Was soll das denn sein? Farinades ruft aus dem Wohnzimmer. Entschuldigung. Ja, stimmt, steht ja auch hier. Nur falsch vorgelesen. Fernandes, ich habe hier... Ja, okay. Guten Abend. Seid ihr soweit? Ja, deswegen kommen wir von uns zu euch, um euch abzuholen, dann nach Chicago zu gehen. Das läuft hier heute Abend. Einmal geht los. Immer wenn jemand jetzt nach Chicago gehen erwähnt, kommt so eine Ich komme aus dem Wohnzimmer in den Flur und sage wortgewandt wie eh und je, Herr Bauer. Vielen Dank, Miss Williams. Ihnen auch einen guten Abend. Zünde nochmal ab, setzt wieder auf. Bist gemütet. Also, ich sag, wollen wir dann? Nein, aber wir tun's trotzdem und geht an denen vorbei. Tja. Das war jetzt, glaube ich, schlagfertig. Sollte ich mir mal aufschreiben. So, Block raus, Stift. Es ist nicht mehr schlagfertig, wenn man es nicht aufschreiben muss. Hol den Block wieder raus, den Stift streichst du, es steckt Block. Emma, also Emma, jetzt wirklich, ja? Siri wird langsam sauer mit dir. Jetzt hör doch mal auf, den Joe ständig fertig zu machen. Was soll das denn? Der Joe kann nichts dafür, dass er Schwabbelärmchen hat und nicht besonders attraktiv ist und vielleicht ein bisschen Angst vor euch hat. Ja, also wenn ich ihn fertig mache, dann bist du wohl jetzt sein bester Freund, richtig? Also Siri und ich, wir verstehen uns schon ganz gut mit Joe. Wir hatten einen schönen Abend. Also Joe hat versucht, Muskeln aufzubauen. Ja, er hat das Beef Magazine gestemmt. Wow. Ja. Das kann man. Also Joe, da kannst du wirklich stolz drauf sein.
Definitiv. Aber jetzt lasst uns doch mal los. Was bin ist ich auch total. Ja, lass mal los. Schnellschritte zu Carsharing. Gleiche Aktion wie gestern. Pass rein, Führerschein rein, Kreditkarte rein. Läuft. Kriegt ein ausreichend großes Fahrzeug. Ich müsste fahren, weil das Auto auf mich zugenommen ist und ich nur die Beifahrerversicherung gewählt habe. Gut, kein Problem. Für mich kein Problem. Ja. Ja, dann steigt der Jonathan ins Auto ein. Schaut halt, ob bis sie da drin sitzt. Ich mache die Beifahrertür auf und setze Siri auf den Beifahrersitz, schnalle Siri an und schließe die Beifahrertür. So, und jetzt alle auf die Rückbank. Los, hopp, hopp. William, ganz ohne Kissen? Wirklich? Das ist gut so. Das ist richtig so. Das ist definitiv gut so. Ja. Dann warte ich, bis alle sitzen. Fange dann an, den Mittelspiegel einzustellen. Geht. Seitenspiegel. Geht. Prüfe, ob der gut funktioniert. Ob der Blinker geht. Geht, geht nicht, geht nicht. Ja, nein! Schon wieder so ein Trollblinker. Ja, und dann mit Schulterblick. Ja. Auf den Highway. Ich flüstere Melina zu, in seinen Händen sind wir sicher. Ja, William, Siri will Musik hören. So, jemand soll das Radio anmachen. Joe, hallo? Ja, kannst William, du mal bitte das Radio anmachen? Mach mal M97C. Also, der Radiosender. Dir ist schon bewusst, dass Radio bis zu 20% der... Machst du jetzt an? Hör auf mit mir zu diskutieren. Siri Radio an, Musik hören. Minimalste Lautstärke. Welchen Sender wolltest du haben, William? W97V, der Sender. Oder so ähnlich. Mhm. Ja. W97V, der Sender. Ihre besten Hits von den 90ern und von heute. Jetzt mit dem kurz vor 11 Trivia. Rufen Sie an, wenn Sie die Antwort auf folgende Frage wissen. Welcher FBI-Direktor war hier beauftragt mit den illegalen Machenschaften von Martin Luther King? Das war nicht Hoover. Der war danach. Rufen Sie an während folgender toller Musik und dann kommt Katy Perry. Und ich sing mit! Woohoo! Kann man da anrufen und Musikwünsche äußern? Wer weiß? So zucken ins Gesicht. Ja, es ist ungefähr eine halbe Stunde bis Chicago. Das musst du jetzt wohl aushalten. Ich bete einfach dafür, dass das nächste Lied irgendwas von Dimmu Borgir ist. Tja. Man kann ja auch Träume haben. Als Vampi hat man noch Träume. Das würde Emma definitiv mitsingen. Gut, dass ich das Vampir keinen Ausschlag mehr kriegen kann. Ja. Ja. Haben wir denn eine Adresse, wo wir jetzt genau hin müssen in Chicago? Ich meine, das ist ja groß, das ist jetzt keine kleine Stadt. Hat jemand ein Handy und kann Vampirprinz von Chicago mal googeln? Hat jemand eine bessere Idee? Hat jemand ein Handy? Guckt nach rechts neben sich. Ich würde ihm auf die Schulter tippen und so auf dem Beifahrersitz zeigen. Ja, danach kam deutsche Volksmusik hier, Willst du von Rammstein? Damit auch der Journalisten was. Willst du von Rammstein deutsche Volksmusik? Ja, für die Armee ist schon. Wie heißt das hier? Wie heißt das von Rammstein? Dieses, die ihr hast? Du hast. Du hast, genau, das meinte ich.
Aber es also ist immer noch keine Volksmusik. Also Volksmusik wäre es vielleicht ohne dich oder so. Für sowas. Amis ist das deutsche Volksmusik. Oh, okay. Sorry. Ja. Diddle, diddle, die. Ich auch gerade gehört. Limbo, Limbo, la. Everybody gets a chance. Gut. Das ist nicht von Limo Borgia. Merkst du was? Er hat eine verborgene Seite, die du noch nicht kennst. Ich meine, so was Seichtes, Melodisches geht auch Cannibal Corpse oder so. Ja. Melodisch. Cannibal Corpse. Ja, nee, ist klar. Nee, ist klar, ne? Das ist doch kurz vor hier White Metal. Ja. Ist noch über den Hügel drüber, aber dann ist es dann irgendwann da, auch in 50 Kilometern hinter dem Stau. Ja. Ja, keine Adresse. Ich seufze. Wie wäre es, wenn wir in den Club fahren? Da gibt es zumindest Vampire, die uns vielleicht sagen können, wo der Prinz ist. Wissen Sie denn die Route zu dem Club, Miss Williams? Ich würde ihm die Adresse geben. Gut, typisches Navi ein. Ja, war ich noch nie, aber... Succubus Club ist definitiv zu finden. Ja. Keine schlechte Idee. Ja, dann... ich sage es nur gleich... ist vielleicht auch nicht der beste Ort für uns. Also wir sollten uns vorsehen. Dann, gut. Klappt wieder seinen Kragen hoch. Gehen wir inkognito. Ja, ihr fahrt über die Stadtgrenze von Chicago. Und es, ja, es, wenn euch noch eine Gänsehaut wachsen könnte jetzt in eurem untoten Dasein, dann würde sie euch jetzt bestimmt befallen. Irgendwie ist es ein merkwürdiges Gefühl, in diese Stadt jetzt einzufahren und in dem Wissen, dass man hier nicht eigentlich nicht erwünscht ist. Und der Jonathan findet seinen Weg relativ sicher zum Succubus Club, weil er ist ja ein guter Fahrer, denke ich. Vorsichtiger Fahrer vor allem. Ein Taxi irgendwo von hinten im Rückspiegel sind, fahre ich schon wieder ganz nach rechts rüber. Weil die sind ja alle irre. Ja, und dann schaue ich mal, ob entweder bei dem Succubus Club eine Tiefgarage ist oder in der Nähe. Parkhaus, wo man rein kann. Ja, da sind auf jeden Fall, ist in der Nähe sind so Parkplätze, aber eher so halt in den Seitenstraßen. Also der hat jetzt keinen eigenen Parkplatz, der Succubus Club. Nichts Sichereres. Guck mich nochmal um, fahr nochmal am Block, weil ich habe ja den günstigsten Tarif mit 2000 Euro Selbstbeteiligung geholt, Dollar Selbstbeteiligung geholt, aber dann Kopf hängen lassen und halt irgendwo parken, weil wir haben ja keine Zeit. Dann rückwärts einparkend, korrigierend, nochmal nach vorne zurück. So, der Motor ist ausgestellt. Sie können aussteigen. Danke für den Hinweis. Gerne. Sicherheit geht vor. Ich steig aus. Ja. Klappt dann die Spiegelein von außen. Ich steig auch aus, mache die Beifahrertür auf, hole Siri raus. Siri lässt sich dann auch natürlich von dir mitnehmen. Sagt dann, dass Jonathan ein furchtbarer Fahrer ist und ja. Ich würde auf jeden Fall nochmal ein Handyfoto von dem Auto hinter uns und vor uns machen. Die Nummernschilder, wenn wir nachher eine Auffahrtstelle haben, wissen wir woher. Oh Gott. Ja. Ja, guck mal, Siri, eine Freundin! Das erste Mal, dass Jonathan Emma jetzt so ein bisschen böse anfunkelt. Ja, Emma weiß ja, wo es lang geht zum Club. Irgendwie ist es irgendwie dieses Mal nicht so stark besucht wie das letzte Mal, wo du da warst. Medina kennt den Succubus Club ja auch.
Es ist irgendwie ja der Tag nach Silvester. Ist zwar offen, der Club, aber halt nicht so stark frequentiert, wie das sonst wohl der Fall ist. Man hört schon die Bässe irgendwie schon bis nach draußen auf die Straße wummern. Und ja. Der dicke Türsteher steht auch wieder vor der Tür, den Emma noch kennt. Moment, habe ich den noch als Bild? Muss ich mal gerade gucken? Ja, bitte. Ja, da ist er noch. Ja. Allerdings ist er heute viel, viel gelassener wirkt er als das letzte Mal, weil es sind ja auch nicht so viele Leute da. Ja, ich würde... Stehen da jetzt draußen trotzdem eine Schlange? Ja, oder? Es ist ein bisschen kleiner Auflauf davor, aber ja, irgendwie ist es übersichtlich, da so keine Ahnung. Ja, dann würde ich mich einfach hinten einstellen. Schaut ihr jetzt, ob wir Eintrittskarten haben? Nein, der schaut und ich würde ihn so von oben bis unten anschauen, ob wir in diesen Club passen. Natürlich, die Tür ist doch ziemlich groß. Aha. Ja, also jetzt, wo Emma sich Jonathan so anguckt. Jonathan, hast du Geld bei? Ich habe meine Kreditkarte dabei. Ich weiß nicht, ob der Herr da vorne Kreditkarten akzeptiert. William hat doch bestimmt Bargeld dabei. Müssen wir jetzt direkt den Eintritt bei dem Herrn dort vorne bezahlen? Indirekt. Erklär du ihm, Melina. Guck dich unverwirrt an. Ja, Melina, erklär's mir. Du sollst den schmieren. Bestechen? Total laut. Genau. Wollen Sie ein Y kaufen? Ich wollte gerade sagen, oh, Count, ihr hier, freut sich wie ein kleines Kind. Warum muss man, um in dieses Etablissement zu kommen, den Türsteher bestechen? Das total muss ungläubig. Nicht jeder tun. Aber du solltest das mal ausprobieren. Warum? Es macht Spaß. Wo du heute auf deinem Selbstfindungstrip bist und lauter Dinge tust und gestern auch schon, die außerhalb deines normalen Horizontes sind, das wäre jetzt nochmal so eine Gelegenheit. Also Leute, jetzt seid doch nicht so grausam zu ihm. Sagt ihm einfach, er sieht scheiße aus. Joe, pass auf, du siehst einfach scheiße aus und deswegen wird dich der Typ nicht reinlassen. Ja? Guck dich an. Hab ich irgendwo. Ja, guck dir deine Klamotten an. Wer läuft denn so rum? Wer läuft so rum, außer du? Ja? Lässt morgen gewachst? Der riecht richtig ja, schön. Riecht nach Bienenwachs. So, pass auf. Ja. Siri wird dir das erklären. Oh, das ist spannend. Ah, wirklich, Siri? Ja, genau. Verstehe. Genau. Dann ist es ja kein Problem. Ja. Ja. Siehst du? Siehst du, Siri hat dich verstanden. Siri sagt, ganz du hast keine Ahnung, was du redest. Nein. Ich habe. Siri, hast du das tatsächlich gesagt? also wirklich. Unverschämtheit. Hast du gar nicht. Ja, hätte mich auch gewundert. Nein, Siri hat das nicht gesagt. Joe, du sollst mich nicht anlügen. Hör auf, mich anzulügen. Ja? Du bist einfach scheiße angezogen. Pass auf, wir machen einen ganz einfachen Test. Ich meine, du bist ja intelligent. Ja? Du bist ja Paratutologe. Parapsychologe oder so. Ja? Pass auf. Guck mal in die Schlange. Ja. So. Siehst du da irgendwen, der so scheiße angezogen ist wie du? Also ich nicht. Ich sehe niemanden, der so angezogen ist wie ich, aber vielleicht macht ja genau diese Seltenheit den Reiz aus. Abgesehen davon, denke ich, ist das kein Problem. Ich gehe einfach vorne hin und sage, hallo, ich bin Doktor der Parapsychologie. Ich würde hier gern rein. Versuch's und wenn es nicht gelingt, versuchst du es auf unsere Art, okay? Oder wir machen es dann auf meine Art. Und wir sagen dem Typen, ey, pass auf, entweder du lässt meinen Buddy hier jetzt rein, ja, oder ich hau dir was auf die Fresse.
Also ich bin jetzt kein Experte für Türsteher, ich war noch nie in einer Disco, aber wenn du einer der gewaltvolle Menschen abhalten sollst mit Gewalttrost, denke ich, eskaliert das. Ich würde den Türsteher mal hier auspixen. Du hast gerade noch gesagt, er ist heute nicht so schlecht drauf. Deswegen ist er nur leicht genervt. Genau, er ist leicht genervt, wahrscheinlich, weil er heute arbeiten muss. Wer weiß, was gestern alles noch schon so passiert ist oder so. Ja, du willst wahrscheinlich wissen, ob er Vampir oder Ghoul oder so ist. Er ist Mensch. Alles klar, danke. Dann habe ich keine Einwände gegen Williams Plan. Mein Vorschlag war ja nur zur Güte. Probier es einfach auf deine Art und wenn nicht, dann erinnere dich einfach an Melinas und meine Worte. Ich muss euch übrigens auch nochmal darauf hinweisen, ihr habt ja jetzt einen Tag lang geschlafen. Als ihr aufgewacht seid, müsst ihr euch auch alle einen Blutpunkt streichen. Streichen, ja. Und dass so, wir dann das auch aushalten. Dann zwei heute. Und so ab 5 ja, habt ihr Hunger, ne? Ab 5 haben wir Hunger? Mhm. Ja. Also mit 5 startet man. 5 oder weniger. Ja, ja, seid ja voll gestartet, glaube ich, letztes Mal. Ne? Genau. Wir nee, haben voll wäre ja dann mehr. 10 ist voll. Okay, dann war bei mir im Bogen das aber falsch. Mhm, war schon. So, okay. Weiter geht's. Ja, dann denke ich, warten wir, bis die Schlange vorne bei dem Herrn ist. Mhm. Und dann bin ich gespannt, wer ihn als erstes anspricht. Ja, Ladies first, oder soll ich vorgehen, die Damen, wie sie wünschen? Ja. Das schauen wir uns an, oder? Ja klar, das gucken wir uns an. Ja. Immer voran, Herr Doktor. Na, stolzen Schrittes vorausziehen. Gut. Guten Abend, der Herr. Ja, guck dich erstmal so von oben bis unten an. Guten Abend. Sehr freut, Ihre Bekanntschaft zu machen, streckt die Hand aus. Dr. Jonathan Bauer. Ja, nee, ist klar. Jetzt sag mir nicht, du bist hier rein. Oder bist du deine Tochter irgendwie, ist die da drin? Nein, dreht sich um. Meine Bekannten und ich möchten um Einlass in ihren Club bitten. Guckst du über deine Schulter irgendwie auf William, auf Emma und auf Melina? Das sind deine Bekannten? Guckt euch so in eure Richtung. Ja, also, so unter dem Motto, der gehört zu euch. Da wir uns noch nicht so lange kennen, also Freunde würde es jetzt nicht sein, also schon Bekannte, ja, doch, das ist ein treffendes Wort. Der gehört zu euch? Ich schaue Melina an. Das will ich nicht zugeben, nein. Hallo? Wollt ihr reden? Ja, genau. Also ich musste gerade kurz in Schockstarre verfallen. Doch, ich schlender jetzt so auf Jonathan zu, leg meinen Arm um ihn und sag, weißt du was? Ja. Bezahlt die Getränke. Komm schon, lass ihn mit uns rein. Pass mal auf, wenn du das nächste Mal hier bist, ziehst du dir was Besseres an, okay? Das Glück, dass die Mädels dabei sind und dein großer Bruder. Ja, da würde ich meinen Notizblock rausholen. Herr, sehr vielen Dank für den Hinweis. Könnten Sie mir definieren, besser, andere Sorte Leder oder? Sag mal dein Mädel da, die wird dir das schon erklären. Viel Spaß stark. Und mach so die Tür auf. Vielen Dank. Danke. War doch ganz einfach. Ohne Geld. Und ohne Hilfe. Ja, Eintritt müsst ihr irgendwie nachher natürlich doch noch zahlen. Ne? Das ist ja ein bisschen dick, aber gut. Ja, also wenn das jetzt ein russischer Türsteher gewesen wäre, hätte ich das ja verstanden mit dem Schmiergeld. Aber so, ich weiß nicht, ob wir dann noch negativer aufgefallen wären. Ja, es erwarten euch Techno-Klänge in... Ich beug mich zu Melina und sag, nächste Mal hilfst du ihm nicht. Wie lange hättest du denn hier draußen stehen wollen? Ja, heute macht Sinn, aber nächstes Mal schauen wir uns an. Okay.
dass irgendwer sich in Stimmung bringen will hier. Ich habe die, die atmosphärische Musik für euch mal ins Skype übergezogen. Atmosphärische Musik. Oh nein, oh nein, nein. Zum Glück habe ich immer meine Oropax dabei. Es ist auch sehr laut hier und es ist auch wirklich so, ihr seht auch jetzt, dass die Bassboxen sind halt oben an den Decken aufgehängt und zielen halt direkt auf die Tanzfläche und man sieht halt quasi, wie der hämmernde Bass auch richtig das, den Boden halt auch zum Vibrieren bringt und so. Es ist relativ wenig los im Vergleich zu dem zum letzten Mal, wo Emma hier war und auch wo Melina hier war. Und du bist abgehackt. Gut, ich dachte, das liegt an mir. Das ist eigenartig. Ja, das kam jetzt übrigens gut an. Und ja, wo war ich stehen geblieben? Ja, für die noch nicht in dem Club waren, der ist ziemlich hoch. Das ist wohl eine alte Lagerhalle gewesen oder so. Geht bestimmt 4 Stockwerke, wenn nicht sogar 5 nach oben. Unter der Decke hängen mehrere Metallverstrebungen, so wie Gänge unter die Decke angebracht sind. Und man kann halt auch in verschiedene Ebenen halt nach oben und nach unten gehen, über Treppen. In der Mitte halt eine große Tanzfläche. Ich habe auch nochmal irgendwo ein Bild im Inneren. Ja, das ist die Tanzfläche für die Zuschauer einmal. Und von der ersten Ebene kann ich auch mal eben. Einblenden. Dann seht ihr ungefähr, wie es dort aussieht auf der ersten Ebene. Ihr kommt halt, wie gesagt, durch die Entrance unten links rein. Und seht dann halt, dass die Tische, die da, diese Stehtische, die ihr da direkt da irgendwie im ersten Bereich sind, die sind fast alle leer. Unten auf der Tanzfläche sind ein paar Leute am Tanzen. Und ja, es gibt halt so ein paar Separés, die ihr irgendwie rechts ja sehen könnt. Davon scheinen auch einige besetzt zu sein. An der Bar sind ein paar Leute, aber es ist relativ, also wie gesagt, nicht so viel los hier. Sehe ich irgendwo den Besitzer? Nee. Irgendeinen der anderen, die ich schon als Vampire ausgemacht hatte? Sie ist kein dir bekanntes Gesicht. Dann würde ich einfach mal in Richtung der Räumlichkeiten gehen, wo alles passiert ist. Also nach oben. Ja, was machen die anderen? Ich würde mich auch immer versichern, dass die anderen noch da sind. Ja, hinterher. Wir gehen mit ihr mit. Das war doch ihre Punchline hier. Wir gehen alle zusammen. Wir nehmen uns an die Hand und wir laufen alle zusammen. Ja, ich würde mich nochmal zu William umdrehen. Ich hoffe, sie weiß, dass wir zu Prinzen wollen und will jetzt nicht hier tanzen gehen. Das weiß sie bestimmt. Gut, dann aber hinterher. Willst du vor? Ich mach dann hinten die Nachhut und würde so die Hand auf die Schulter legen. Nee, geh du mal vor, weil es ist besser, wenn ich, weißt du, du kannst, also so leid es mir tut, aber du siehst nicht gerade besonders abschreckend aus. Ah, ja, warum? Also, ich weiß, dass ich, nicht die Frage, warum ich nicht abschreckend aussehe, das weiß ich. Warum sollte ich abschreckend aussehen? Naja, also eigentlich siehst du ja auch ein bisschen abschreckend aus, also zumindest was deine Klamotten angeht, aber darüber müssen wir so oder so nochmal reden, aber es macht ja nichts. Naja, wer weiß, wenn jemand uns angreifen möchte, zum Beispiel, dann ist es nicht gut, wenn du hinten gehst, weil ich bin viel breiter und deswegen kann ich viel besser zuhauen. Brauche ich gerade nochmal, William, da einen Rat von dir. Also, wir sind ja in einem Club und offiziell ist ja laut Waffenrecht Waffenbesitz in einem Club verboten. Aber wenn uns jetzt jemand, also als, guckt sich so verschwörerisch um, als Vampire angreift, dann dürfen wir uns mit Waffen wehren?
Oder? Also, nein. Also, ganz ehrlich. Erstens mal, erzähl nicht immer was von Vampir. Ja? Weil Vampire ist doch dämlich. Es gibt Gimmicks, die Vampire verkörpern. So wie meins. Mortifamor. Ja, okay, ja? Wenn uns andere Vampir-Gimmicks angreifen. Ja, dann kann man sich verteidigen, aber nur mit Fäusten. Und wenn er eine Waffe hat? Dann wäre es besser, wenn du auch eine hättest. Alles klar. Der klassische Polizeigriff. Er hat eine Waffe, er hat eine Waffe. Ja, gut, dann hinterher auf jeden Fall. Ja, der Aufgang, der hochgeht in, zu dem Bereich, wo Emma das letzte Mal, ja, wo das letzte Mal war, ist der ganze Aufgang ist mit so einem mit so einem Absperr-Dings irgendwie abgesperrt, also mit so einem Band, und da hängt halt, es steht halt großes Schild noch, hängt da dran, privat, Zugang verboten. Ich mach das auch und halte den anderen quasi den Weg offen. Da steht dran, dass wir da nicht, also nein. Sie sind wirklich vorzüglich im Lesen, Herr Doktor. Und jetzt ab. Hilfe suchen zu William. Ich würde sagen, wir gehen. Oder, Siri, was meinst du? Ja, gehen wir? Okay. Siri sagt auch, wir sollten gehen. Okay, Rücken krumm gemacht, die Beine so anziehen beim Gehen, auf Zehenspitzen da hoch. Ja, ich werde ihm auf den Rücken klopfen. Was? Schultern raus, Brust raus, Rücken gerade, ja, breit machen. Okay, du bist jetzt mein Aerobic-Trainer. Wenn du so sehen möchtest, dann ja. Aber wir sind hier doch in der Disco. So machen wir. Ja. Wer diskutiert? Wer? Okay. Lauf jetzt. Ja, lauf die Treppe dann noch hinter hoch und kommt dann an dieser großen Tür zu dem Privatbereich, den Emma ja kennt, schon an. Und ja, diese schwere Tür ist, als Emma versucht, sie aufzumachen, abgeschlossen. Einer von euch kann das doch bestimmt. Was? Aufmachen. Zu klopfen versucht? Ich klopf gegen die Tür. Klopfst gegen die Tür. Keine Reaktion. Jetzt gucke ich Melina an. Irgendwelche klugen Vorschläge außer klopfen. Ist ja kein Security mehr? Okay. Ohne Schaden zu machen, aufmachen oder mit? Besser ohne, aber mit ist auch egal. Du weißt schon, dass wir hier sind, um einen guten Eindruck zu machen, ne? Den die Tür kaputt zu hauen, ist nicht so der die Club beste gehört Idee. Nicht dem Prinzen und ich sag ja, besser ohne, aber wir müssen auf alle Fälle da rein, oder weißt du, wie wir sonst an den Prinzen kommen? Und er will ja, dass wir uns vorstellen und das so schnell wie möglich. Naja, aber wenn der Prinz ist, dann hat er doch bestimmt seine Augen hier irgendwo. Also für ihn Augen, die sehen, dass wir da sind, die ihm bestimmt Bescheid sagen. Also ich glaube, wenn wir uns jetzt hier einfach ein bisschen verloren in die Ecke stellen, wie bestellt und nicht abgeholt, dann holt uns bald wer ab. Ich würde mal so eine Sicherheitskamera an der Decke zeigen. Ja. Da könnten wir ja mal freundlich reinwinken. Blinkt gerade schon da. So in eure Richtung. Dann halte ich mal die, diesen Wisch vom Prinzen von Gary da in Richtung der Kamera. Okay. Ist ja ein Brief, der zu ist. Also von daher. Ja, aber da ist ein Siegel drauf. Ja.
Ja, dann steht ihr da irgendwie 5 Minuten, dann kommt irgendwann so ein Typ irgendwie hinter euch an. Kann man euch weiterhelfen? Kommt ihr mal bitte da runter, das ist privat. Oh, echt? Warum schreibt man dafür kein Schild hin? Hier unten war ein Schild. Oh. Das oh ja. Lag wohl auf dem Boden. Hab ich nicht gesehen. Ich auspixel ihn. Also mach du mal, ja. Die oberen Bereiche sind heute zu. Ich auspexe ihn. Gut. Wir sind auf Befehl des Prinzen von Gary hier und müssen zum Prinz von Chicago. Aha. Der ist hier nicht. Kannst du uns sagen, wie wir da hinkommen? Sieht so aus? Ja. Nein. Kannst du uns jemanden sagen, der uns das sagen kann? Keine Ahnung. Mein Chef vielleicht, aber der ist nicht da. Wo ist er denn? Keine Ahnung. Weg. Meldet sich nicht bei mir ab. Also runter da jetzt. Ich versuche mal, James anzurufen. Mhm. Aber er wird wahrscheinlich wieder nicht rangehen, richtig? Naja, der hat eh immer ein bisschen, ja. Auch als ihr noch enger zusammen wart. So, ja, ja. Es war nie so seine Sache. Ja, so Briefe schreiben. Ja, kommt ihr da jetzt runter oder nicht? Ich kann auch die Bullen rufen. Ja, wie William das mir eben geraten hat, gehe ich da runter. Super, ja, wir gehen da runter. Ich meine, das hilft ja jetzt nichts. Könnt euch gerne unten vergnügen, ist mir Wurst. Nur hier oben halt nicht. Zu heute. Und sie meinten, es wäre niemand hier im Club anwesend, der uns den Aufenthaltsort des, also den jetzigen, also zu diesem Zeitpunkt bestehenden Aufenthaltsort des Prinzen verraten kann. Sehe ich aus wie ein Telefonbuch, Junge? Ich versuche Präsenz auf den zu wirken. Ja. Ich mich auch umdrehen, also ich finde ihn schon ziemlich aggressiv. Würde nochmal gucken. Ja, welche Präsenzform möchtest du denn wählen? Na, ich will einfach versuchen, ihn quasi davon zu überzeugen, wie liebenswert ich doch bin und wie sehr er mir zu Diensten sein möchte. Mhm. Ja, hast du dir rausgeschrieben, ob du dafür was würfeln musst? Sonst müsste ich jetzt kurz nach. Das wäre nett. Ich habe nämlich keine Ahnung. Aber davon viel. Das Regelwerk auf Präsenz suchen. Die Disziplinen. Und Präsenz. Du hattest Präsenz 2, oder? 3. Oder 3. Mit 1 kannst du eher Furcht machen. Blick der Furcht ist 2 und Entzücken ist Blick 3. Manipuliert die Gefühle anderer. Welches hättest du denn gerne? Na dann 3. Präsenz 3. Okay. Einmal Erscheinungsbild und Empathie würfeln gegen den gegenwärtigen Willenskraft des Ziels. Okay, muss ich gerade mal nachgucken. Gegen die Willenskraft des Ziels. Einmal gegen die 5. Ich muss den Bot mal einblenden.
Jo, das sind 4 Erfolge. Das heißt, der ist jetzt einen Monat lang von dir entzückt. Ja, dann würde ich eben auch wieder so hüftenschwingend auf ihn zugehen, würde ihn dann so mit dem Finger über die Wange fahren, würde sagen, bist du dir sicher, dass du uns nicht helfen kannst? Ich habe keine Ahnung, wo der Prinz ist. Aber du kennst doch bestimmt jemanden, der uns helfen kann. Ja, den Chef halt. Aber der ist nicht da. Keine sonstigen... unsere Art hier. Weiß nicht, wie man die so von den anderen unterscheidet. Bis eben habe ich auch gar nicht richtig gewusst, wer ihr seid. Ihr seid auch welche Vampire, ne? Aber die werden doch andauernd da zum Fressen zur Verfügung gestellt. Ja, es gab diese Blood-Doors, das genau. Die gab es, als du das letzte Mal hier warst, ja. Ich dachte, der wäre auch so einer. Nee, der ist ein Sieht nämlich lecker aus. Ja, kannst du ja mal versuchen zu trinken. Wenn dann Ghoul ist, ist er allerdings von irgendjemandem schon... Nee, danke. Na, angenuckelt will ich nicht. Es könnte ja, Schwierigkeiten dann mit dem Besitzer des Ghouls geben. Dann würde ich einfach jetzt ausbecksend durch die Gegend laufen, aber ist ja auch blöd. Ja, wenn du auch mal Ausbecks anwirfst, das ist dann keine so schlechte Idee, mal die Leute, die sind ja nicht so viele Leute da, mal in die Gegend zu gucken, wer denn da so rumläuft. Ist zum Beispiel jemand auf der Tanzfläche, der gerade ziemlich ausgelassen tanzt. Ein Typ mit Tanktop und Armeehose, einer Glatze und 2 auffälligen Tätowierungen im Gesicht. Tanzt mitten auf der Tanzfläche einen ziemlich auffälligen, wie nennt sich das hier im Englischen? Kannst mir vorstellen, wie es aussieht, aber Slam Dancing nennt sich das. Ich würde mal William antippen und würde sagen, der da. Was ist mit dem? Mit dem wollen wir reden. Mach was. Na gut, ich gehe jetzt da hin und dann sage ich, hey, rede mit mir. Pass auf. Guck's noch mal ein bisschen weiter. Alternativ gäbe es noch einen, der in einer von diesen kleinen Boxen sitzt, an diesen Separés. Sitzt da mit so einer Gruppe Anzugträger, die so aussehen wie Betriebsausflug von der Börse. Ja, also so Börsenmakler beim Betriebsausflug im Club. Der sitzt da mit denen. Und, aber diese nicht, nur er. Nur einer von denen. Der aber auch kein Anzugträger ist, sondern so ein bisschen altmodische Klamotten trägt und gerade irgendwie auffällig am Hals eines anderen Mannes nuckelt. Sieht sehr schön homoerotisch aus. Gehen nur noch ein paar Mädels auf der Tanzfläche twerken. Ja. Und jetzt, wo du auch nochmal rumguckst, genau gegenüber von dieser Box stehen so eine Gruppe von, von etwas, die starren in Richtung von dieser Box rüber die ganze Zeit. Das sind aber alles keine Vampire, das sind alles Menschen, aber die gucken da so, als ob die irgendwas zum Schilde führen, sozusagen. Und wenn du die Auren liest, könntest du auch sagen, da schwingt schon so eine Art Abneigung und Hass und noch mehr von diesen Brandtypen. Nee, ich will hier einfach schnell die Info haben und deswegen warte ich jetzt erstmal, was William so zustande bringt. Tja, ich gehe auf den Typen zu. Los. Zu. Los. Nicht los. Auf welchen? Ich gehe auf ihn zu. Naja, auf den, der da rummoscht. Mhm. Keine Ahnung, was der da zum Tanz macht. Ja, ich slam ihn gleich auch. Ja, hey! Ja. Wie willst du ihn ansprechen? Hey, Glatze! Ja, also es ist ziemlich laut hier mitten auf der Tanzfläche, ne? Und deswegen, Gut. Was? Dann, geh ich mal hin und tippe ihm ein. Ey, dich mit dem coolen Tattoos im Gesicht, meine ich. Ja, was denn? Du, pass auf, meine Freundin da drüben, ja, die heiße. Was denn? Wenn er zu mir guckt, würde ich winken. Vielleicht guckt er auch Richtung Melina. Die würde dann aber nicht winken. Ja, ich würde auch nicht winken. Wenn er zu mir guckt, wenn.
Ja. Sie ist ziemlich heiß auf dich. Echt? Na klar. Guckst du rüber? Ja, lass mal rübergehen, hä? Ja, ja, klar, lass rübergehen. Dann gehe ich mit ihm rüber. Ja, vielleicht währenddessen würde Jonathan versuchen, um mich ganz so aufzufallen wie der bunte Hund in der Kiste und dann irgendwie neben der Tanzfläche stehen und anfangen zu stompen. Ja. Passt super gut zum Slam-Dancing von dem Typen. Ja. Stehen wir denn irgendwie so ein bisschen abseits, also dass jetzt nicht direkt uns jemand belauschen könnte? Ihr könntet auch in so eine Booth reingehen oder ihr könnt halt am Stehtisch. Kannst du ja nochmal die erste Etage, kann ich ja nochmal einblenden. Wenn es so laut ist, ist Belauschen ohne Technik schon sehr schwer. Deswegen frage ich, wenn jetzt nicht direkt hier neben uns noch Leute stehen, dann würde mir das ja schon ausreichen. Also wie gesagt, vorne die Stehtische sind alle frei. Vor allem, wo diese Gruppe von den hasserfüllten Leuten dran steht und genau gegenüber in einer der Booths, also in der dritten Booth von unten quasi sitzt der Typ, der homoerotisch am Hals des Börsenmaklers nuckelt. Ich will halt mich so hinstellen, dass uns nicht unbedingt... An der Bar sind ein paar Leute und auf der Tanzfläche sind ein paar Leute. Was hast du, wo wolltest du hin? Hast du gemacht? Ich würde mich halt nur so hinstellen, dass uns nicht direkt jemand belauschen kann und dann würde ich warten, dass der Typ bei uns ankommt. Ja. Kommt dann irgendwann an. Guten Abend! Hey! Schöne Nacht! Ich würde auf ihn zugehen, würde ihn anlächeln, den Arm um ihn legen und würde ihm dann mit dem um ihn gelegten Arm das Siegel des Briefs zeigen und würde sagen, eine Nachricht an den Prinzen, wo kann ich die denn bitte schön abgeben? Ach du Scheiße! Ja! Will man hier einmal Spaß haben und dann kommt ihr mit so einem Kack an. Ich wünschte mir auch, wir hätten uns unter anderen Umständen kennengelernt, mein Freund. Aber so ist es leider nicht. Der Prinz verlangt nach uns. Ja, der ist aber hier nicht. Ja, weißt du, aber ich dachte mir... Der Club gehört nicht dem Prinzen. Ja, aber ich dachte mir, du siehst so aus, als würdest du wissen, wie wir an den Prinzen rankommen. Keiner kommt an den Prinzen dran. Also, keiner spricht direkt mit Lodin. Mit wem denn dann? Ja, immer nur mit einem von seinen Arschkriechern. Und die sind wo? Ja, mal hier, mal da. Wo hätten wir denn jetzt genau die größte Chance? Also ich wüsste es jetzt nicht, aber ich glaube, ich kenne da jemanden in einem anderen Club, der könnte euch vielleicht weiterhelfen. Da müsstet ihr... Mann, wie heißt der noch? Ich habe so ein schlechtes Gedächtnis und muss mal eben den Storyteller blättern lassen, damit er was rauskriegt. Warte mal. Irgendwo in irgendeinem komischen Buch stand's drin, wie das Kackding heißt. Ah ja, das war hier, genau. The Cave. Das ist so ein geiles Ding, weißt du, oben auf so einem schönen... So, das ist so ein Vampir-Ding, weißt du? Oh, Leute von uns da, richtig geil. Und keine von den Arschkriechern sonst. Meistens zumindest. Dann Dankeschön. Müsst ihr aber hier über die Feuerleiter hoch, auf das Dach vom Restaurant und dann rüberspringen auf die andere Seite. Dann ist da, oben auf dem Dach, weißt du? Ich schau mal die anderen an. Die ist klar. Wieso? Denn das klingt doch jetzt wenigstens wie ein guter Hinweis. Also da klingt kommen wir es? Doch... Ja klar, Mann!
Ich dachte, du bist die Frau aus der Partyszene. Von solchen... Also ich musste bisher noch nie mit der Feuerleiter auf ein Dach klettern und dann über eine Spalte auf ein anderes Dach springen, um zu dem Partyort schlecht hinzukommen. Ja, da hast du die besten Partys verpasst. Also ich meine, die größten Raves finden noch heutzutage in irgendwelchen stillgelegten Wassercontainern statt. Ihr müsst da nach Horace fragen. Nicht, dass ihr da irgendwie alle Leute ansprecht. Weißt du, ist ein bisschen scheiße, wenn ihr da jeden nach dem Prinzen fragt. Also Horace Danke. Ist einer seiner... Nein, der ist kein Arschlecker, aber der kennt jemanden, der jemanden kennt, Mann. Der kennt alle. Ich würde doch mal meine Uhr schauen. Danke, mein Freund. Ich klopfe ihm auf die Schulter und gehe Richtung Ausgang. Übrigens, hört mal auf, für den immer hier die Laufburschen zu spielen. Es ist doch voll arschig, dass der euch hier mit so einem Kackbrief rumschickt. Wollt ihr das selber bringen? Da sagst du was Wahres. Ja. Tschüss. Ey Mann, kein Thema. Helf immer gern. Wisst ihr, wo mich findet? Ne, auf der Tanzfläche. Ich geh zurück. Wir auch da hinstellen. Wie hieß der gute Herr denn jetzt? Das habt ihr ihn nicht gefragt. Kannst ihn ja nochmal zurückholen. Na, der ist mir ein bisschen zu komisch. Das ist der Richtige. Alles seltsame Menschen hier, ich kann mir nicht helfen. Ich habe heute leider keine Bilder vorbereitet, aber ich kann ja mal in die Kamera halten, hier, wie er aussieht. Man das denn? Oh, was ein sympathisches Kerlchen. Der sieht doch nett aus. Nimmig. Noch ein bisschen Homoerotik. Jonathan Bauer und Mr. Dance. Nein. Der kann nicht mal stompen. Nein. Hast du noch nicht probiert, hast du noch nicht angestompt. Mit dem nur Moshpit. Gut. Ja, also ich musste in den Keller gehen. Im Keller gibt's die Metal Bands, angeblich. War Emma noch nicht, aber. Emma später. Ja, dann diese Feuerleiter. Ja. Ihr merkt übrigens jetzt gerade, wie nochmal rüber guckt, diese eine Gruppe von Männern da irgendwie jetzt sich irgendwie fertig macht, rüber zu gehen zu der Box. Und seht so eindeutige Gesten so. Richtung dieses homoerotischen. Mhm. Würde mich so rüberbringen, vielleicht können wir ja was lernen. Ich befürchte Schlimmeres. Unsere Haut retten oder deren Haut retten? Ich schaue in die Runde. Könnten Sie nochmal deren spezifizieren, Miss Williams? Ich zeig auf das homoerotische Pärchen. Ach so. Ja, aber. Es sind nicht nur ein Pärchen, das sind irgendwie drei Anzugträger und der eine Typ dabei und der geht mal von einem zum anderen, wie das Konsum. Der hat's dann flotten Viererhaft bereit gemacht. Ist ja wurscht, die haben Spaß, die Jungs. Ja. Haben sie. Ja. Also besonders einer von denen. Ist doch in Ordnung. Ja, und es sei ihm gegönnt. Also ich finde, wir müssen uns echt nicht in jeden Scheiß einmischen. Aber vielleicht, wenn wir ihm jetzt helfen, also wenn die ihm jetzt wirklich was Ernsthaftes tun könnten, stünde er in unserer Schuld. Während die drei miteinander diskutieren, gehe ich da auf den Typen los. Ja, dann kommst du näher zu den Typen, die nehmen dich erst gar nicht wahr. Dann hörst du schon sowas wie, schwule Sau, und die hauen halt seine rein, oder geht gar nicht und so, echte Amerikaner machen sowas nicht und sowas. Ich tippe einen davon auf die Schulter. Ja.
Drehst du dir um. Hey! Was ist los? Und drehen sich, bleiben dann alle stehen und drehen sich alles zu dir um. Dann guckst du in so ein paar typische, mit Vollbart bewachsene Hillbilly-Eske, nicht wirklich Hillbillys, aber es sind Hillbilly-Eske, primitiv-Amerikaner-Gesichter. Also ist heute Abend echt freizügig mit dem, was er hier reinlässt, hä? Wie viele waren das jetzt? Ich hab das immer noch nicht. 4. Ach, kann man sich entspannt zurücklehnen. Hey. Pass auf. Kennst du Morte vom Horst? Nein. Nein? Ich komm von hinten. Willst du ihn kennenlernen? Hey Mann, wer ist denn die Schnecke da? Das ist nicht Morte vom Horst. Wer ist das denn, Mann? Sag mal. Ich bin Morte vom Horst. Schön, dich kennenzulernen. Und ihr vier macht jetzt eine Biege. Und wisst ihr warum? Nein. Weil das könnt. Guckt nicht alle also, so ein bisschen so her. Ja. Umdrehen. Da vorne ist der Ausgang. Und dann 1, 2, 2. Immer dem hübschen Popo hinterher. Und ich würde mit meinem Popo wackeln und dann Richtung Ausgang gehen. So auch Präsenz einsetzen? Erstmal warten, ob der Popo reicht. Würfel mal den Gesichtswürfel. Der Gesichtswürfel sagt, dass die Hälfte von denen dir hinterher wackelt. Immerhin. Ich würde mich mal so Melina rüberlehnen. Entschuldige, aber setzt das jetzt nicht die falschen Signale? Das ist ihr Problem, oder? Also, teilnehmende Beobachtung. Hab ich gestern Abend auch gemacht. Scheint heute auch wieder wunderbar zu funktionieren. Zu gucken, wie sich Leute in die Scheiße reiten. Das finde ich eigentlich ganz amüsant. Ich würde mit denen dann mal Richtung eines Separés wandeln. Mhm. Und wenn die mir da reinfolgen, würde ich dann auch mal durstig sein. Ja, zwei Leute gleichzeitig ist ein bisschen komplizierter, das dann Enkel ziemlich inkognito zu machen, ohne da Vampirkräfte einzusetzen. Wieso? Ich tue einfach so, als würde ich den einen da, ziehe ich halt zu mir, küsse ihm so ein bisschen durchs Gesicht und dann würde ich halt seinen Hals runterfahren und dann so, dass der andere das nicht sieht. Okay, dann gucken wir doch mal, ob du das, ich denke, das kann man schon mit einer Prüfung mal machen, mit Dexterity kann man mal machen, oder nee, Appearance ist, glaube ich, ganz gut. Und Stealth. Erscheinungsbild. Auf welche? Auf, wenn ich nichts dazu sage, auf die 6. Okay. Immerhin. Ich hasse dieses Ding. Immerhin ein Erfolg. Wie wär's mit Schauspielern? Ja, ich finde Stealth in dem Moment, weil sie will es ja verbergen, ein bisschen besser. Ja, hat's aber ganz gerade so geschafft. Dann schaffst du es verbergen. Und wie möchtest du denn trinken? Wie möchte ich trinken? Wie viel? Möchtest du? Ja, einfach, dass der eben dann ziemlich in den Seilen hängt, aber nicht stirbt. Einfach nur, dass er so ein bisschen dann Erholungszeit braucht, sagen wir es mal so, aber jetzt nicht dramatisch. Sag mir eine Anzahl an Punkten. Ja, der weiß ja nicht, wie viel man aus so einem rauskriegt, bevor er umkippt. Tja, das weiß ich jetzt auch nicht so richtig. Also, ein Doktor in näherer Anwesenheit meinte gerade 2. 2 wäre also... Hat mir mein Erzeuger gesagt. Nicht mehr Liter. Okay. 2 also Liter. Dann 2. Gut. Nein, 1 Liter. Sondern trinkst du 2 Blutpunkte, alles klar. Und der andere beschwert sich schon, ey, was bist du mit mir? Ja, und wenn der dann irgendwann in der Ecke liegt, dann kümmere ich mich halt um den. Selbst kannst du nochmal 2 trinken.
Genau. Und dann solltest du mal dicke voll sein. Oder? Ich hab dann 14. 10 ist das Maximum. Ah, ich denk 15. Nein, 10 ist das Maximum. 15, oh, da wirst du schon ein niedrigstufiger Vampir sein. Nur niedrig, ja, dann bin ich Vampir. Bin ich halt übersättigt. Ist mir auch egal, wenn die da. Aber es schmeckt doch gut. Ist doch super. Ja, eben. Durst, und wenn die da. Gut. Wenn die da rumlungern, dann gehe ich zu den anderen. Ja, zurück. Und währenddessen beschäftigt sich William mit den anderen beiden. Und die keine Anstalten machen, wegzugehen. Ja, pass auf. Ich mache ein Angebot. Ihr zwei? Kommt jetzt mit raus? Wir gehen hinter die Hütte und ich hau euch auf die Schnauze. Wie wäre das? Du willst uns auf die Schnauze hauen? Warum nicht dem da? Ja. Ganz einfach. Nee, den mag ich. Ich mag dich. Was? Nicht. Bist du auch einer von der Sorte? Und was wäre, wenn, mein Freund? Dann prügeln wir uns hinterm Haus. Na dann. Dann bin ich einer von denen. Warte. Ja? Oh, du auch? Nein. Du besser nicht. Du bist zu klein. Du. Psst. Jetzt Ruhe. Ab. Komm. Komm, du Vogel. Ja, die würden dir folgen. Ja, willst du es auswürfeln, wie du sie verkloppst? Weil ich denke, du wirst sie verkloppen. Oder möchtest du dann? Ich muss nicht unbedingt würfeln. Gut. Ich denke, das wirst du schaffen. Gut. Schade für die beiden. Ja. Kannst du ja nochmal dann, wenn sie am Boden vor dir ausgestreckt mit ein paar Wrestling-Moves da niedergestreckt liegen, kannst du gerne auch nochmal trinken, wenn du magst. Schlägt zumindest Siri vor. Siri, nein. Ach Mann, guck mal, ist ein Hillbilly. Ach Mann, wirklich, Mann. Aber nur ein bisschen. Ja, ein bisschen. Gut. Ja, dann trinke ich. Gut, dann ist William jetzt draußen. Emma war beschäftigt. Was haben Jonathan und Melina in der Zeit gemacht? Gute Frage. Jonathan weiter gestompt. Würde ich nochmal in das Separé reingucken, aber solange ich da keine hektischen Bewegungen drin sehe, denke, hoffe ich mal, dass bei Emma. Emma auf sich selbst, ja, dass sie auf sich selbst aufpassen kann. Da spannend! Da sind schon ein paar Bewegungen, aber ob die jetzt hektisch sind, naja. Da bleibt ja keine Schreie von Bayer. Nein. Ich gucke vielleicht so ein bisschen beleidigt, wenn sie da rauskommt. Ja, und Melina? Wolltest du das Gute alles begutachten? Ja, nee, ich bleib beim mich fein raushalten und beobachten. Ich guck mal auch so ein bisschen im Raum rum. Wo müssen wir jetzt hin? Zu dieser Feuertreppe. Ja, das ist irgendwie in einem anderen Stadtteil. Ach so. In einem anderen Club. Anderen Club, ja. Also. Ah, jetzt Club. Hab ich's. Ja. Achso, ich dachte, alles klar. Dann habe ich das gerade nicht richtig begriffen. Ich dachte, man muss hier am Haus eine Feuerleiter hochkriechen. Okay. Ich würde vielleicht einfach mal auf gut Glück eine WhatsApp zu Thaddeus schicken, ob er weiß, wo der Prinz sich befindet, normalerweise. Ja. Ja, sonst wäre ich dafür, so langsam mal meine Leute einzusammeln, wenn die denn mal fertig sind, hier Leute aufzumischen und dass wir mal loskommen. Wir haben hier ein bisschen Zeitdruck, Leute. Dann trefft ihr euch vor dem Club wieder und ich kann endlich die Clubmusik ausmachen. Und ja. Ein bisschen klingt es noch in den Ohren nach. Und ja. Das ist jetzt der Plan. Ihr fahrt mit dem Auto weiter Richtung... Ja, wir fahren zu dem anderen Richtung Club. Richtung Cave, ja. Genau. Und klettern da aufs Dach und springen rüber. Genau. Findet ihr das nicht irgendwie ein bisschen zynisch? Vampir, Club, Cave, Fledermäuse, assoziiert mit Vampiren, Cave, Batcave? Nein? Gut.
Und er sagt, er kennt keine Comics. Kennst du diese Vampir-Serie, die vor einer Weile lief, True Blood? Da hieß der Vampir-Club Fantasia. Das fand ich witzig. Nein. Tja. Hast du was anderes erwartet? Nicht so wirklich. Aber ein Versuch war es wert. Der ist doch Okkult-Fan. Vielleicht guckt er ja auch Buffy die Vampire Slayerin oder so. Nein. Ich bin ja tatsächlich ein Fan von Sherlock. Und ab und zu Big Bang Theory. Aber nur, wenn ich wirklich sehr große Langeweile habe. Was selten vorkommt. Okay. Ich mag den Hauptcharakter. Das war klar. Das passt. Also. Können wir da jetzt hinfahren, bitte? Also ich finde Raw und SmackDown total gut. Ja, ist übrigens die längste Serie der Welt, ne, Raw. Ist euch schon bewusst, oder? Geil. Ja, finde ich auch. Also, ich meine, die können zwar nicht so viel wie ich, aber okay. Wäre das nicht mal was für dich, da im Fernsehen mitzumachen? Ich meine, dann wärst du noch weiter über Chicago hinaus bekannt, weltweit. Ich bin eh schon weltweit bekannt, ja. Alle Wrestling-Ligen reißen sich um mich. Wer will schon bei den Amateuren da mitmachen? Amateurliga. Hallo? Hast du dir mal angeguckt, was für eine Scheiße die da zusammenschreiben? Nee, danke. Ich glaube, die wollen ihn nicht. Wen überrascht es? Wieso jetzt schreiben? Ich dachte, Wrestling geht um Kämpfen. Ja, das stimmt. Es geht einzig und allein ums Kämpfen. Aber, weil die anderen zu dusselig sind, ja, frei zu sprechen, schreibt man ihnen auf, was sie sprechen sollen. Bevor sie sich richtig auf die Schnauze hauen. Nur ich meine, das ist ja. Skripten die Kämpfe und wer am Ende gewinnt. Ja, dann fahren wir zu Cave. Gut. Ja, es ist wirklich ein bisschen eigenartig, da dahin zu kommen. Allerdings ist wirklich da auf dem Dach dieses Gebäudes tatsächlich so eine Art Aufbaute obendrauf. Das wie so aussieht wie so ein, wie so, der Eingang sieht schon so ein bisschen aus wie so ein Cave. Und es ist alles so ein bisschen in blaues Licht getünkt, wenn man durch die Eingangstür, die sich quietschend öffnet, hineintritt und erstmal in wie so ein Minenschacht irgendwie ein bisschen nach unten geht. Es hängen so ein paar Bilder irgendwie an den Wänden, dass hier wohl sich mal Minenarbeiter oder sowas hier, dass es wohl mal so ein Treffer Minenarbeiter gewesen ist, so eine Art Zeche oder sowas. Und jetzt wohl angeblich ja von den Vampiren hier benutzt wird als Club oder als Bar. Als ihr dann in die Haupthalle reinkommt, es sieht wirklich dann aus wie so eine Bar, die relativ verlassen aussieht. Es hängen da so ein paar Leute über ihren Tischen, die aussehen, als hätten sie eine Bandos getrunken. Auf ein paar Tischen liegen Zeitungen rum. Und ein Barkeeper putzt gelangweilt hinter der Bar irgendein paar Gläser. Was läuft denn hier für eine Musik? Nur so ein Ambiente, ganz, ganz chillig hier so. Keine Fahrstuhlmusik-like, aber irgendwie sowas ganz Gechilltes. Lounge. Ja, genau so Lounge-Musik. Boah, es wird nicht besser. Jonathans erste Clubnacht, ja. Es ist ja jetzt eher so eine Bar hier. Ja, Ist auch alles so ein bisschen halt so indirekt alles beleuchtet, so mit verschiedenen Farben und auch irgendwie so die hinter an der Theke auch irgendwie so mit so LEDs in die Gläser alle angeleuchtet und so. Es sieht schon sehr chillig und sehr smooth aus hier. Ich würde mal direkt auf die Bar zuhalten und auf den Barkeeper. Mhm. Und wenn der seine Aufmerksamkeit mir zuwendet, würde ich fragen,
Hey Süßer, ist Horace da? Ja, klar. Müsste gleich kommen. Warum? Kennst du ihn? Noch nicht, aber das kann man ja ändern. Ihr könnt gerne davon warten. Ist noch ein Tisch frei und dann prallen Leute so in den Raum, wo mehrere Tische frei sind. Mhm. Ja, ich würde erstmal der Aufforderung nachkommen. Ja, setzt euch an den Tisch. Wie gesagt, liegt eine Zeitung irgendwie mitten auf dem Tisch und so ein Teelicht, was so alles ein bisschen beleuchtet. Also kein richtiges Teelicht, sondern so ein Elektro-Teelicht, ne? Und, Amis halt. Ja. Und halt die Speise- und Getränkekarte. Werde an dem Tisch warten, würde ich mal meine Taschenuhr aufmachen. Mhm. Schauen, wie spät es ist. Dann merken, oh, ich muss aufziehen. Ja, wir haben es jetzt so kurz vor Mitternacht. Ist noch frei. Ja, aber ihr könnt alle mal einen Perception und Alertness Wurf machen. Gegen die 6. Boah, Alter. Lady Lux hört nicht nett. In Erfolg für Mischka, Eierfolge für Tigron. Ein Botch für Serie. Was eins? Minus zwei für Serie. Ja, richtig. Ein Botch und zwei. Also ja, der Emma fällt überhaupt nichts auf, die ist eher so ein bisschen gebannt von dieser Atmosphäre hier, das schon so ein bisschen schön ist. So ein bisschen chillig. Gerade meint das schon voll cool. Sie wirkt so ein bisschen geistesabwesend und guckt so ein bisschen so auf diese flackernde Ambient-LED-Beleuchtung, die sich halt immer wieder so ein bisschen wie Mutlichter immer wechselt und so. Und die Face, so diese... Ja, sind ja keine richtigen Felsen, aber diese aus Plastik geformten Felswände so anleuchtet und wirkt so ein bisschen abwesend. Und, wer hatte die meisten sonst? Melina hatte 2 und Tigron hatte 3. Gut, also William. Dann deckt der William zuerst diesen großen Artikel, also der Leitartikel auf der Zeitung, die auf dem Tisch liegt. Die Zeitung nennt sich Tell It All. Ja, so eine Investigativ-Journalismus-Zeitung, so ein Independent-Ding, ja. Und die große Schlagzeile ist blutleeres Tier in Größe eines Menschen von der Polizei beschlagnahmt. Hey Joe, hier guck mal, ja, ich meine, ja, hier sollte eigentlich mein Bild drauf sein, mein Bild, warum ist denn so ein Scheißartikel drauf? Wolltest du blutleer gefunden werden, William? Nein. Ich möchte abgebildet sein mit meinem Gürtel. Mit dem Gürtel da, der um meine Hüfte. Achso, auch ohne den Artikel drunter, okay. Genau. Ah ja. Ja, dann schau doch mal, ob du ein Impressum findest, dann beschwerst du dich mal bei der Zeitung. Genau das machen wir. Genau das machen wir. Wen interessiert so ein scheiß Artikel? Was steht denn da überhaupt? Blutleeres Tier in der Größe eines Menschen gefunden. Ja, und wen interessiert sowas? Wen interessiert so ein Scheiß? Hey, Melina, interessiert dich der Scheiß hier? Naja, das kommt drauf an, was da noch für ein Rattenschwanz dranhängt. Ich lese mir mal den Artikel durch, was steht denn da noch? Ja, irgendwie ist es so ein bisschen so eine Verschwörungstheorie,
dass irgendwie die Polizei irgendwelche Hinweise auf irgendeinen Kult, der irgendwie umgeht, irgendwie verschleiern würde, weil die haben auch den Journalisten angeblich keinen Zugang zu diesem Tier irgendwie zugelassen und haben es direkt eingesackt und ja, wer weiß, was da jetzt passieren wird und so, irgendwie so ein großer Skandal und Verschwörung und ist der Bürgermeister darin verwickelt und so ein Zeug. Ja, 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 und der Autor hat Underworld geguckt, oder was? Ja, genau. So ähnlich klingt es. Ja, schön. Unten drunter ist so eine Anzeige für das nächste Treffen der anonymen Flat Earther. Prepper-Treffen. Ja, 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 oh ja. Haben aber auch heute alle amerikanischen Klischees was abgearbeitet, ne? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Homophobe Hillbillies, Prepper, was kommt noch? Schlimmer kann es nicht mehr werden. Ja, ja und irgendwann, ja, guckt dann, also Emma guckt immer noch so ein bisschen in die Decke und ihr unterhaltet euch über den Artikel, wie schlecht der geschrieben ist und so, der ist wirklich was gut. Und William regt sich noch 10-mal auf, dass er nicht auf der Titelseite von diesem Provinz-Investigativ-Aufdeckungsblättchen-Verschwörungsding ist. Echsenmenschen, genau, Echsenmenschen, genau. Alligatoren der Kanalisation, genau, ja. Ja, das ist echt ein Problem, hör mal. Es fehlt definitiv nur noch der Yeti. Bigfoot ist definitiv unter uns. Ja, dann kommt eine etwas schicker gekleidete Dame irgendwie an euren Tisch. Hab gar nicht gesehen, wo die gerade herkam, irgendwie, ob die gerade neu frisch reingekommen ist oder so und kommt, tritt dann zu euch hin und sagt irgendwie, kann ich euch irgendwas zu trinken bringen? Was habt ihr denn so da? Das Übliche halt, ne? Ja, so. Tomatensaft. Ich empfehle die Risus-Positiv-Varianten. Die sind gut heute. Dann nehme ich davon ein. Ja, grinst kurz, geht dann irgendwie zur Bar rüber und tuschelt ein bisschen mit dem Barkeeper und kehrt dann zurück mit einem Tablett, wo Gläser mit roter Flüssigkeit draufstehen. Cool, hier gibt's Tomatensaft. Emma kriegt davon überhaupt nichts mit. Ja, Emma. Das ist auch schon genug. Könnte es vielleicht sein, dass sie eine beginnende Hirnhautentzündung hat? Ich habe gehört, dann starten wir uns auf einen Punkt. Emma. Hey, ja, Schnitte. Nein. Lass sie da. Nein, ja, lass sie da doch nicht. Warum denn nicht? Lass sie doch viel Spaß haben und die Musik genießen. Ja, was willst du erst denn kaputt machen? Meine ich. Kann sie ja immer noch genießen. Später. Darf ich fragen, was euch herführt? Ich meine, ich habe euch hier noch nie gesehen. Seid ihr auf der Durchreise? Ja, so ungefähr. Wir warten auf Horace. Definitiv. Definitiv sind wir auf der Durchreise in Chicago. Ja, reicht euch die Hände rüber. Maureen, mein Name. Horace müsste bald kommen, ja. Der ist immer schwer beschäftigt. Was wollt ihr denn von ihm? Was fragen? Man sagt uns, der hätte ganz gute Connections. Oh, hat er, ja. Zu was? Das fragen wir dann Horace. Ah, solche Connections. Verstehe. Mhm. Aha. Na gut, ihr müsst mir ja nichts sagen. Frag ja nur ganz. Ich bin neugierig, wisst ihr? Ja. Ist geheim. Geheim. Wie geheim ist es denn? Und kommt so näher zu dir und krault dir so ein bisschen über den Nacken. So geheim, dass wir nichts darüber sagen dürfen. Aber schade. Ich bin echt neugierig. Maureen, du hast sie total durchschaut, aber lass es bitte. Ehrlich. Oh, ganz gern. Glenn grinst so in deine Richtung. Ach Mann, lass mir doch den Spaß.
Ja, unter anderen Umständen hätte ich dir das aus vollstem Herzen gegönnt. Aber heute nicht. Ja, sie tappert vom Tisch weg und geht dann in den Hinterraum, den ihr gar nicht bemerkt habt zuerst. So ein bisschen seitlich vom Tresen ist, wo sich die Tür so ein bisschen in den Felsen halt einarbeitet. Und wenn man nicht sofort weiß, dass da eine Tür ist, kann man es leicht übersehen. Und er verschwindet dann da. Dann sitzt ihr irgendwie noch weitere 10 Minuten da und dann irgendwann kommt sie zurück mit einem Mann im Schlepptau. Der ein bisschen eigenartig dreinblickt, so ein bisschen blutunterlaufene Augen zu haben scheint, so ein bisschen abgekämpft wirkt. Dann aber, als er zu euch an den Tisch tritt, sofort irgendwie so ein bisschen sich den Pullover so ein bisschen gerade rückt und dann auf einmal euch freundlich angrinst und dann sagt so, wie kann ich helfen, einen schönen guten Abend? Mein Name ist Horace und wer sind Sie? Melina Farinades, hi, guten Abend. Meine Freunde, Jonathan Bauer, der große Wrestler, den kennen Sie natürlich selber. Und Emma Williams. Lassen Sie mich raten. Und der guckt so in Richtung William. Mortifer Morse. Genau. Seht ihr, Freunde? Siri, siehst du? Siehst du, Siri? Siri, hallo. Ich bin nun mal bekannt. Ich bin bekannt, bin ich. Jeder kennt Mortifer Morse. Selbstverständlich. Selbstverständlich. Ich freue mich, dass Sie in meine kleine Bar gekommen sind. Hervorragend, hervorragend. Darf ich ein Bild mit Ihnen machen? Aber klar. Pete. Gibt so sein Handy an die Frau weiter. Hier, du weißt ja, ich kenne das nicht. Geht dann so ganz nah an dich dran, macht dann so irgendwie so ein Grins. Ja. Wollen Sie mal meinen Championship-Gürtel anfassen? Sollen wir den mal auf die Schulter legen bei Ihnen? Der Championship-Gürtel. Der. Ja, von Mortifer Morse. Oh, wie viel besser kann denn dieser Abend noch werden? Zwei hübsche Frauen hier, ein Championship-Gürtel, na gut, und Sie. Ja. Mr. Bauer. Also Ihr Name, nicht wahr? Aber gut, irgendwas ist ja immer. Hey, aber der Joe ist eigentlich ganz cool. Entschuldigen Sie mich, Mr. Morse. Mit der Hand immer so hin und her. Hallo! Sie ist ein bisschen abgelenkt von der tollen Atmo hier. Oh. Oder hier noch der verzieht so richtig die Schnute wie so ein beleidigtes Kind. Und bleibt dann so die ganze Zeit so ganz so fast auf Nasenspitze vor Emma. Ich weiß auch nicht so richtig, was dagegen hilft. Kannst mal ein Self-Control machen, Emma. Wenn jetzt einer ganz laut Nasenspitze an Nasenspitze mit dir ist und Bu schreit, hilft das? Ja, vielleicht macht er das ja gleich. Ja. Moment. Könntest du ja mal Jonathan bitten, in sein ruhigen bestecktes Taschentuch reinzuschnolzen. Das ist bestimmt genauso gut. Sieht doch gut aus. Hast du so viele Würfel da? Ah, nee, das ist gar nicht. Ich hab doch noch gar nicht gewürfelt. Das ist doch der alte Würfel. Ah, ein Erfolg passiert. Läuft. Aber. Ist das ein Erfolg? Ja, doch, ja klar, bei 3 Würfeln. Ich bin zu blöd, das zu lesen. Ja, ein Erfolg reicht. Du siehst den Typen irgendwie mit der Schnute ziehen vor deinem Gesicht und du wirst ja jetzt erst wieder deiner Umgebung bewusst. Oh, es tut mir leid. Ich wollte sie nicht erschrecken. Horace, mein Name. Schönen guten Abend. Und wer sind Sie? Ich halte ihm den Brief vor die Nase. Oh. Eine Gesandte.
guckt so, ne, darf ich den mal nehmen? Nein. Oh, schade. Aber ich kenne jemanden, der würde da bestimmt saustinkig werden. Also wenn ich das Siegel richtig deute, kommt ihr aus Gary. Ja, so einigermaßen. Heißes Pflaster hier, Leute, heißes Pflaster. Und er setzt, zieht sich so vom Nachbartisch so einen Stuhl rüber und dreht ihn so um und stützt sich so auf die Lehne vorne drauf. Heißes Pflaster, Leute, so, passt auf. Wenn ihr wirklich aus Gary seid, lasst es kein Wissen, dass ihr von da seid, okay? Also Garyaner sind hier echt nicht gern gesehen in dieser Stadt. Ich kann verstehen, warum. Das Problem ist, dass wir quasi herbestellt wurden. Aha. Erzähl mir mehr davon, Schönheit. Du erzählst mir mehr, dann erzähl ich dir vielleicht auch mehr. Oh. Zeig dir meins, du zeigst mir dein. Eingeschränkt, ja. Da lässt sich was machen, lässt sich was machen. Weißt du, ich habe Connections. Also ich kann... Wenn das ihr mir genau sagt, worum es geht... Wir muss ja auch ein bisschen was wissen. Was zu arrangieren, weißt du? Eine Hand wäscht die andere. Nicht, dass eure Hände Wäsche brauchen, glaube ich. Lasst mal sehen. Oh, und er streichelt so über deine Hand, wenn du sie ihm gibst. Ich bin umgeben von Verrückten. Sagst du das oder denkst du das? Wir müssen zum Prinzen. Ah, Lodin, ja, Lodin. Und dann guckst du zu der Frau rüber. Sie wollen zu Lodin. Ist gar nicht so einfach. Ihr habt Glück, dass ihr hierher gekommen seid und nicht zuerst in den Succubus-Club oder so gegangen seid. Ihr seid echt schlau. Ja. Das sind wir. Wir sind sehr, sehr schlau. Sehr, sehr schlau. Leute, die Lodin suchen, stark. Sind immer ein bisschen auffällig in dieser Stadt. Aber ich habe Connections, ich kann euch gerne, also ich habe seine Telefonnummer irgendwo. Ich werde ihn gleich mal anrufen und ihm sagen, dass ihr nach ihm sucht. Okay? Bitte. So, ja, jetzt, klar. Und er steht auf und dreht sich um und geht dann zurück irgendwie an die Bar und schnippt dann so kurz zu dem Barkeeper, der ihm dann so ein Handy reicht. Dann reicht er das Handy, hat jetzt wohl ein zweites Handy, wieder zu der Dame, die ein bisschen genervt anguckt, drauf rumtippt und ihm das zurückgibt. Ja. Hallo? Ja, ich bin's, Horace, ja. Pass auf. Hier sind so ein paar Küken. Die wollen dich treffen. Ja, Küken. Ja. Ja. Aus Gary. Hey. Sag ihm, dass Mortifamors dabei ist. Mortifamors. Ja, warte doch mal. Der ist nicht so ein Wrestling-Fan, weißt du? Vielleicht nicht so gut. Okay. Hast du das gehört? Weißt du, du schuldest mir noch einen Gefallen, weißt du? Die kommen sonst nicht zu dir ran, irgendwie. Du bist schwer beschäftigt, klar. Ja, schon klar. Gar nichts mehr heute? Komm, die sind echt. Ey, das sind Neulinge, du kannst die jetzt nicht so einfach stehen lassen hier. Komm, für mich. Ja, super. Ja. Was auf deiner Arbeit? Ja, ich weiß, was du zu tun hast. Ja, klar, du hast immer zu tun, du bist der Prinz. Ja. Im Museum. Ja gut. Alles klar, ich sag ihnen das. Die müssen da hinkommen, ja? Weil die treffen dich da. Alles klar, gut. Ich sag Bescheid. Gut. Natürlich gebe ich deine Nummer nicht weiter. Bin doch nicht blöd. Na, tschüss, ne? Kommt dann wieder zu euch an den Tisch gelackelt. Hab ein Date für euch. Das haben mir schon viele gesagt. Du wirkst jetzt auf einmal irgendwie schlampiger, Mail.
Ja, das kann ich. I like it. I like more infos. Ja, pass auf, ich habe ihn an die Strippe gekriegt. Er wollte zuerst natürlich nicht, aber ein Buddy, ne? Wer kann in Horrens schon was ausschlagen? Ihr könnt ihn treffen hier in dem Museum. Der Storyteller guckt gerade nach, wie das Museum heißt. Field Museum! Was, wie? Im Field Museum. Field. Ja, da wie? Ist der und was macht er? Irgendwas mit einer Ausstellung. Und der ist wirklich kein Wrestling-Fan? Ich meine... Er guckt so total traurig in deine Richtung. Weißt du was? Der guckt kein Wrestling. Guckt Polo? Ja. Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, ob er überhaupt Fernsehen guckt. Oh Mann, du bist sympathisch. Was ein unsympathischer Typ. Ich kann es auch nicht verstehen, ja, aber ich gucke dafür auf zwei Fernsehern gleichzeitig deine Kämpfe. Ist doch cool, oder? Doppelte Einschaltquote. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Yeah. Ja, wir müssen das mit dem Gürtel auch noch machen, aber ich glaube, ihr habt nicht so viel Zeit. Der will euch hier, was hat er gesagt? Der Spielleiter muss schon wieder nachgucken, was ich euch sagen soll, wo ihr ihn treffen sollt. Verdammte Scheiße. Im Field Museum. Ja, wo ist klar, aber nicht wann. So viel Text und so wenig schöne Sachen, Bilder. Vorbereitung? So wenig Vorbereitung, ja. So viel Text und keine Bilder. Echt schwer. Das ist jetzt irgendwie Zahlen hier raus. Tausende Charakterbeschreibungen, die ihr alle ignoriert habt. Sagen wir einfach mal um 1. Es ist nicht mehr lange. Um wann? 1. Ah, 1. Da müssen wir Gas geben. Genau. Und noch ein Tipp, weil ihr die beiden hübschesten Frauen und meinen Lieblingswrestler dabei habt. Sagt keinem, dass ihr nach ihm sucht. Und sagt keinem, dass ihr aus Gary kommt. Okay? Aber die murksen euch ab, wenn die euch erkennen. Wie finden wir ihn denn, wenn wir nicht nach ihm suchen? Sollt ihr ihn suchen, aber ihr sollt es keinem sagen, dass ihr ihn sucht. Der ist ein bisschen, verrückt, der Typ, der Joe. Der ist nicht ganz hell in der Birne. Ja, ich merke das schon. Ist nicht die hellste hier, nicht die hellste Leuchte am Tisch. Aber trotzdem ganz cooler Typ. Also eigentlich ist er echt cool. Lass uns mal los. Los, Leute. Los. Hopp. Oh, ich komme später wieder. Wegen dem Foto. Ich warte auf dich. Ja. Also hier wird ein Hinweis abgedrehter als der andere. Na gut, Museum finde ich jetzt nicht so abgedreht wie die Kate. Wisst schon, dass es in Chicago mehrere Museen gibt. Ja, nur ein Field-Museum. Ja. Ach, Field-Museum, das habe ich nicht gehört. Ich habe nur Museum gehört. Nee. Gut, Field-Museum. Ja, dann, Herr Chauffeur, holen Sie den Wagen. Jawohl, Madam. Harry, fahr mal den Wagen vor. Jawohl, Miss Daisy. Jetzt habe ich dich getrollt und renn weg. Schön. Ja, komme ich mit dem Wagen wieder in den Platz. Ja, gut, dann holst du den Wagen und alle steigen wieder ein und ihr macht euch auf den Weg Richtung Field Museum.
Mhm. Irgendwie mit dem komischen Gefühl, dass ihr euch hier anscheinend einer von rechts nach links und wieder geradeaus schickt. Aber gut. So ist es mit 9. Noch so eine Spur und ich versuch's auf meine Art. Oh. Was? Da haben Sie das nicht schon, Miss Williams? Nein. Okay, dann will ich gar nicht wissen, was Ihre Art ist. Ich glaube auch. Ciri will es jetzt aber wissen, was ihre Art ist. Ja, Ciri, wirklich? Emma, was ist denn deine Art? Das wirst du dann schon rausfinden. Ist er mit nackig sein und so? Weniger. Ciri ist es nicht mit. Ciri ist enttäuscht. Nicht, aber es ist auch nicht mit nackig. Nein, nicht mit nackig. Nein! Mann! Jetzt hör doch mal auf! Hört von voll so einer Erleichterungsseufzer. Puh. Aber man könnte es einbauen. Wir sind gleich da. Ja. Ob der nicht vorbereitet sein Heid des Spielleiters, würde ich sagen, wir machen heute an dieser Stelle dann auf dem Weg zum Field Museum einen Cut und treffen uns dann mit dem Prinzen im Museum beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Mortifer Morse und Kollegen machen Chicago unsicher. Oder Emma macht sich auf dem Chicagoer Boulevard nackig. Wer weiß. Ich weiß dann, ich nehme jetzt noch Vorschläge für coole Titel für die nächste Folge entgegen. Jedenfalls hat es mir sehr viel Spaß gemacht, wieder mit euch hier Chicago unsicher zu machen. Sehr ulkig. Und ich finde es auch gar nicht so schlimm, wie das einige in YouTube unter das Video gepostet haben. Also nicht einige, einer hat es gepostet. Maikavianer, die nur aus ihrer Geisteskrankheit bestehen, sind manchmal anstrengend, aber sie sind doch irgendwie cool. Ja. Ciri auf Tour wird vorgeschlagen. Ciri auf Tour, ja. Vielleicht. Wer ist denn nochmal General Akbar? Das ist der bei Star Wars sagt, es ist eine Falle. Ach ja. Ich wusste, es kam mir irgendwo, ich wusste jetzt gerade nicht, wo ich ihn hinstecken soll. Gut, dann danke euch fürs Mitspielen. Auch wenn ihr immer noch Lady Luck nicht leiden könnt anscheinend. Von der Serie. Tut mir leid. Aber immerhin, du würfelst manchmal auch Erfolge. Manchmal auch Erfolge. Toll. Geil, ne? So ist die Lady Luck. Sie liebt das sehr. Ja, vielen Dank fürs Mitspielen, vielen Dank euch da draußen, dass ihr zuguckt. Wann es weitergeht, erfahrt ihr auf dem Nerdpol. Da oben läuft die ganze Zeit hier. Da läuft die Adresse die ganze Zeit durch. Könnt ihr da gucken. Oder ihr folgt mir auf Twitter oder ihr guckt hier in Twitch in die Ankündigung. Da steht es auch immer meistens drin. Eigentlich immer. Wenn ich dran denke, die reinzustellen. Und wir fünf machen einen neuen Termin fest und dann ihr werdet als allererstes nach uns erfahren, wann wir weiterspielen. Bis dahin, macht's gut und tschüss. Ciao. Tschüss.